So, moin oder auch guten Abend, meine Freunde. Wir machen weiter mit SnowRunner, wie versprochen. 1,5 Stunden später als geplant. Sorry, mir kam was dazwischen. Nur eine Kleinigkeit, aber ich musste leider den Zeitplan nach hinten korrigieren. Ihr habt es ja wahrscheinlich gesehen und ja, auch gemerkt. Aber jetzt bin ich auf Sendung. Mal sehen, wer zu so später Stunde überhaupt noch einschaltet. Naja, wir machen dann erstmal weiter hier. Ja, und wie immer, herzlich willkommen. Oh, der Tank ist leer. Na dann. Welche Mission war das doch gleich? Da ist ein Diesel, oder? Den haben wir ausgeliefert. Dann erstmal zwei Stahldinger. Zwei Stahlträger, gut. Den Weg dahin kennen wir eigentlich. Halt, stopp. Genau, ja, zum Bohrplatz bringen. Ja, dann let's go. Aber hier auch die Zeit vorspulen. So, jetzt. Und wie immer darf ich euch, meine Freunde... Oh, Moment mal. Ah, wir müssen erst noch... Ja, wir müssen erstmal wieder umrüsten. Auslegekran, ja, auch krass. Ne, ja, montieren bitte. So, jetzt kann's losgehen, Leute. So, da habe ich sogar noch mal die Hupe für euch spielen lassen. Also, eine Ladung Stahlträger. Hallo Waldgeist, schön dich wiederzusehen. Wie geht's, wie steht's, alles klar bei dir? Schön, dass du zu so später Stunde noch reinschaust. Falls du die ganze Zeit auf den Stream gewartet hast, sorry, ich musste ihn 1,5 Stunden kurzzeitig nach hinten verlegen. Aber... wir werden trotzdem, wie geplant, hier 3 Stunden durchziehen. Dann sind wir so bis 1 Uhr, 1.30 Uhr on Stream. Und schauen mal, wer dann alles noch dabei ist und wer nicht. Heute Morgen gab es ja auch sehr erfolgreich wieder Farming Simulator 19. War auf jeden Fall auch sehr lustig mit großer Chatbeteiligung, was mich wiederum sehr gefreut hat. Und... oh, viel mehr gibt es da im Moment gar nicht so zu sagen. Wir sind hier, wir machen hier weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen diese eine Mission für den, oder Auftrag, um es mal realistischer auszusprechen, den einen Auftrag für den Bohrplatz machen. Das Schwerste haben wir eigentlich aus Versehen gleich am Anfang gemacht. Und jetzt müssen wir lediglich 2 Stahlträger abholen. Ich denke, das ist möglich und machbar. Sofern ich hier auf der richtigen Spur bin. Aber ich glaube schon, so ein bisschen kenne ich mich in dem Gebiet ja aus. Aber ich habe direkt zum Start vom Game wieder festgestellt, es ist etwas... man muss sich echt kopflastig ein bisschen reindenken. Immer wieder aufs Neue. Wenn ich da Farming Simulator oder Euro Truck Simulator spiele... das ist irgendwie nicht so kopflastig, aber hier muss man immer kurz wieder reindenken, wo waren wir, was machen wir, wie machen wir es. Aber okay, gehört dazu und ich denke, es ist auch nur eine Frage der Übung, denn so viel Erfahrung habe ich tatsächlich mit SnowRunner noch nicht. Ich habe zwar Spin Tires und Spin Tires, ich nenne es mal Remake und Mud Runner gespielt, aber auch nicht mit dem überkrassen
Erfolg und auch nicht mit dem überkrassen Skill und auch nicht überkrass lang. Aber ich hatte ähnlich viel Spaß wie hier mit SnowRunner und ja, ich wollte eigentlich auch ursprünglich hier auf SimChain nicht nur SnowRunner spielen, sondern auch MudRunner und Spin Tires und am besten auch noch Spin Tires Original. Und vielleicht machen wir das auch noch, das werde ich aber mir nochmal überlegen, weil im Vergleich zu SnowRunner sind die anderen Teile und die Vorgänger halt natürlich schon etwas alt und ich weiß halt nicht, wie das hier für euch, liebe Zuschauer, ankommt. Aber falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Dann werden wir es natürlich spielen. Ihr wisst, ich habe sowieso immer Bock auf alle Spiele, ob neu oder alt. Hauptsache realistische Simulation oder ansatzweise realistische Simulation. Ich würde sagen, Spin Tires und alle Spiele, die dazugehören, sind ansatzweise realistisch, aber im Kern doch ziemlich übertrieben. Also habe ich mich ja schon bei dem spontanen Feierabendstream am Donnerstag wieder köstlich drüber aufgeregt und wer meine YouTube-Videos von SnowRunner kennt, der kann auch sehen, wie ich mich köstlich drüber aufrege, weil es ist einfach brutal unrealistisch, wo manche Vehikel hingeschickt werden und man erwartet, dass man das dann schafft. Also das wäre ein Ding der Unmöglichkeit in echt. Und das wäre auch lebensgefährlich und da wird auch kein Fahrzeug mehr lebendig rauskommen. Aber gut. Ich meine, später im Spiel kriegt man ja auf jeden Fall auch noch mehr Kohle, mehr Erfahrung und mehr Geld. Ja, Kohle und Geld doppelt gemoppelt hält besser. Und dann kann man sich auch dementsprechend realistischeres Equipment kaufen. Equipment in dem Sinne Fahrzeuge, mit denen man dann hantiert. Aber dass sie das halt immer so künstlich schwer machen, ist halt schade. Gehört aber irgendwie zum Spiel dazu. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir uns jetzt alle Fahrzeuge entschieden oder die Kohle, dann macht es halt nicht mehr so viel Spaß. Auf der anderen Seite, hey, ist ein Simulator, soll der Spaß machen? Nein, der soll mich aufs wahre Leben vorbereiten. Ah, gut, ein bisschen Spaß machen darf er auch. So, automatische Beladung, ich meine, wir werden hier beladen, ja. Wir haben auch durchaus Plätze, wo wir selber laden müssen, wo wir den Kran benutzen und hell, das werden wir auch noch tun. Aber hier kommt halt einer mit einem Stapler raus und belädt uns fertig aus oder mit einem Ladekran. Das könnt ihr euch aussuchen, wobei die Gegend hier eher aussah, als würden die da einen Stapler benutzen, denn ich habe keinen Kran gesehen. So, jetzt die Frage, fahren wir hier durch das sumpfige Gebiet? Da habe ich echt keine Erfahrung. Oder fahren wir hier? Das ist eigentlich gut, das kenne ich ein bisschen. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass das machbar war, hier lang zu fahren. Also probieren wir es mal aus. Mit dem Support vom Waldgeist dürfte es klappen. So, wie gesagt, hier... Oder Moment, war da ein Kran? Ist hier ein Kran? Ja, das ist ein Kransymbol. Alles klar, dann verladen die halt hier mit Ladekran. So, auch wenn der Ladekran jetzt offensichtlich gerade nicht sichtbar ist. Er ist da. Ein Deckenkran, der einfach die schweren Stahlträger schön solide auf den LKW draufpackt und fertig aus. Da hupe ich sogar mal zur Feier. So, es könnte ja jetzt ausnahmsweise auch mal ein gechillter guten Abendstream werden ohne Ragen, aber ich bin mir sicher, das Game wird sich gleich bei mir bedanken für meinen lässigen und relaxten Fahrstil und mich wieder richtig zum Ragen bringen. Hier, so, Stoppschild. 21 zu 21. So. Ja, okay, die Linie leicht überfahren, aber lasst mal Gnade vor Recht ergehen, bitte. Okay, wo ging es hier lang? Wo war hier nochmal die Ausfahrt? War das hier links oder doch da rechts? Tatsächlich da rechts. Ja, praktisch. So, ich nehme an, der gute Waldgeist, der ist wie am Donnerstag hier heftig am Chillen. Kein Problem, Waldgeist. Kann ich verstehen. Ich bin auch wieder etwas müde. Lehne ich zurück und genieße den Stream. Mal schauen, wer sich hier noch so in den Chat verirrt. So, und vorhin habe ich auf Let's Jay, meinem anderen Kanal, schön Detroit Become Human gestreamt, die erste Folge heute. Bisschen mehr als 3 Stunden, 3,5 Stunden oder so. Ging schon gut ab, kann man nicht sagen. Ist ein cooles, storylastiges Game. Ich denke, die meisten hier kennen das. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe dann einfach mein Safe Game weitergespielt on Stream und es kamen immer mehr Leute dazu und haben mitgefiebert, war schon lustig.
Ja, aber ich sehe auf jeden Fall jetzt schon einen Riesenunterschied zwischen den Communities. Also wenn ich hier jetzt Simulationen spiele, wirklich das Verhalten der Zuschauer und auch die Charakteristik der Menschen, die zuschauen, ist eine ganz andere als bei AAA. Ich finde es ehrlich gesagt viel besser, weil hier Leute, aber wir müssen hier links, genau, es ist so geil. Die meisten von euch sind offen und absolut hatefrei, kommen hier rein, followen, supporten, schreiben was. Mit vielen kann man auch Fachchinesisch reden, so ein bisschen. Das ist ja auch interessant und es ist einfach locker und es kommen viel mehr Follower, Zuschauer und Chats zustande. Und bei diesen Casual AAA-Games, irgendwie ist die Community, also ist jetzt meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich bin ja noch nicht so lange in dem Segment tätig, aber ich habe das Gefühl, die sind voll, also die sind sehr toxisch, wie man Neudeutsch sagt, und auch ziemlich undankbar und auch ein bisschen vollgepackt mit Hate so. Also wenn ich mir teilweise angucke, wie viele Leute bei Ghost of Tsushima die letzten Wochenenden zugesehen haben oder heute teilweise auch auf Detroit Become Human, und dann hat eigentlich nur einer richtig, der neu dazu kam zum Chatten und auch der gefollowt hat, und die anderen haben eigentlich nur undankbar zugeguckt und haben sich dann wieder verzogen. Und bei Ghost of Tsushima war es noch schlimmer. Da gucken, wie gesagt, da gucken dann, weiß ich nicht, wie viele Leute zu, und auch wenn du sagst, hey, kommt in den Chat und followed und so, nichts. Und auch nach 3 Stunden, und selbst wenn ich dann mit den Stammleuten, die immer zugucken, anfange zu chatten und zu reden, ey, die Leute kommen nicht dazu. Das Einzige, was sie schreiben, ist langweilig, wie du spielst, oder so viele Zuschauer und keiner chattet, und dann hauen sie auch schon wieder ab. Ja, super. Okay, aber ich muss sagen, die Leute wiederum, ey, ich muss mal gucken, habe ich das schon abgekrast? In diesen Autofracks sind ja meistens so Teile verbaut, die man dann nehmen kann, aber gut, haben wir schon abgekrast. Ja, aber ich muss fairerweise sagen, die Leute, die ich wiederum bei The Last of Us 2 kennengelernt habe, sind alle saukorrekt. Also da wirklich die ersten 5 Follower direkt, die ich da gekriegt habe, das war, glaube ich, sogar fast alles in einem Stream. Die sind heute noch treue Begleiter und sind immer, wenn sie Zeit haben, selbst wenn sie die Games nicht so interessiert, mal am Start und sagen Hallo. Also es geht auch anders. Es kommt wahrscheinlich echt auch auf das Game drauf an. Call of Duty-Leute wiederum sind anders als Fallout-Zuschauer oder sowas. Und naja, gut, bei Sim gibt es natürlich auch kleine Unterschiede. Also, naja. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich rede einfach, wenn ich gerade irgendwas in Gedanken habe, und ich hoffe, es ist interessant für euch, und ich hoffe, ihr versteht es auch richtig und nicht falsch. Und wer Bock hat, der chattet einfach hier mit, und wer keinen Bock hat, der guckt einfach zu, und wer Bock hat, followed. Und ja, habe ich schon erwähnt, dass ich hier ein tolles neues Donation Goal eingerichtet habe. Könnt ihr unschwer im Stream erkennen. So viel zu den Neuerungen fürs Wochenende. Ach, und ich wollte ja auch noch einen Bot einrichten. Sorry, Leute, mal sehen, ob ich morgen dazu komme. Ich werde es versuchen. Oh, krass, da steht auch noch unser Auflieger, den wir am Donnerstag mit letzter Mühe, Kraft und Not hier hingestellt haben. Boah, was für ein Koloss, oder? Voll die krasse Baumaschine. So, dann parken wir mal hier und lassen uns schön abladen. Oh, das war nur ein Stahlträger. Ach, das waren gar nicht zwei. Oh, shit. Okay, dann das Ganze nochmal, Leute. Tja, die Stahlträger sind ja ganz schön groß. Ja, ich weiß, ich habe keinen Allradantrieb an, aber die Kiste schafft es auch gerade noch ohne. Na, jetzt nicht mehr ganz so gut, wo das Gewicht runter ist. Aber wir wollen ja auch Sprit ein bisschen sparen. Naja, gut, dann fahren wir halt zurück und holen den zweiten. Hätte ich mir doch einen Anhänger mitnehmen können. Ich habe noch kurz drüber nachgedacht. Ah, hinterher ist man immer schlauer. So, na gut. Dann sollte das ja ausnahmsweise mal nicht ganz so schwer gewesen sein.
wenn jetzt nicht noch irgendwas Unvorhersehbares passiert und war das hier der richtige Weg hier? Ja, und dann müssen wir mal gucken, was dann noch als zweite Aufgabe beziehungsweise jetzt indirekt als dritte Aufgabe zu tun ist im Anschluss. Ich hoffe, das ist auch machbar. Da wäre ich ja ganz stolz drauf, wenn das alles so genau. Aber Kraftstoffverbrauch ist schon brutal, hey. 240 Liter ist natürlich auch kein super großer Tank für ein Nutzfahrzeug, schon gar nicht für einen Lastkraftwagen, aber der hält in der Regel auch ein bisschen. Okay, ich meine, der hat Allrad und so. Trotzdem. Also wie gesagt, so bis 1 Uhr, 1.30 Uhr werden wir doch schaffen, oder Leute? Und dann gehen wir alle schön schlafen. Denn morgen früh geht es hier auf SimChair direkt schon weiter mit Farming Simulator. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das antue. Das Wochenende ist doch eigentlich zum Relaxen da. Und oft habe ich das Gefühl, ich arbeite mehr am Wochenende jetzt durch die Stream- und YouTube-Geschichte als unter der Woche. Aber der Schein trügt. Das ist ja auch zum Großteil hier Vergnügen. So, dann fahren wir hier wieder schön hoch. Allrad habe ich ausgemacht, aber ich denke, das war jetzt nicht verkehrt. Es läuft ja ganz in Ordnung hier. So, ich wäre ja fast der Meinung, dass ich mir noch einen Kaffee reinziehe, aber das ist zu viel des Guten. Ich habe heute echt viel zu viel Kaffee getrunken. Allein heute Morgen 4 Stunden Farming Simulator, ich glaube 4 doppelte Kaffee getrunken, brutal. Dann war ich ja im Real Life unterwegs, da habe ich dann auch nochmal einen, na gut, genau genommen einen Cappuccino getrunken, aber einen großen von einer bekannten Kaffee-Restaurantkette. Cafeteria-Kette. Ja, und dann bin ich irgendwann wieder heimgekommen und wir haben Detroit Become Human gestreamt. Und da habe ich, glaube ich, sogar noch einen Kaffee getrunken. Tja, ich bin halt echt zum krassen Mann. Aber seitdem muss ich fairerweise sagen, so Stoppschild, 21 und go. Muss ich fairerweise sagen, habe ich nur noch Wasser getrunken. Noch was zu Abend gegessen, oh, wie schön, da fängt es wieder an zu regnen. Und ein bisschen Wassermelone vertippt. Also habe ich eigentlich mein Defizit fast schon wieder raus. Allerdings soll ich dann jetzt darauf verzichten, Kaffee zu trinken. Ich weiß genau, morgen früh beim Farming Simulator Stream. Verdammt, das war nicht ich, das war die schlechte, die träge Steuerung. Werde ich wahrscheinlich wieder zu viel Kaffee trinken. Zumindest den einen oder anderen. Boom, Baby. Zack, danke Jungs fürs Verladen. Go, go, sag ich nur. Ach ja, wenn doch nicht nur jede Mission so easy going wäre. So, kein Verkehr, sehr schön. So, dann fahren wir hier wieder geradeaus zurück. Cold Beer. Immer schön am Colden Beer vorbei. Tja, in Momenten wie diesen, da bereue ich es fast, dass ich gar kein Bier trinke. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder froh, weil Kaffee, das ist meine Droge, meine Freunde. Bier brauche ich nicht, aber Kaffee brauche ich. 21 und weiter geht die Reise. So, Blinker. Alles klar. So, wenn mich nicht alles täuscht, dann hier wieder rechts. Schön im verregneten Smallville, Smithville oder wie das Örtchen hier heißt. Vielleicht nicht der schönste Ort, ein bisschen was für Rednecks, aber man kann doch durchaus da leben. So, was sagt er hier? Da geht's zur Holzmühle. Wird schon schlimm, der Weg. So, was, wie habt ihr eigentlich heute den Samstag in Good Old Germany empfunden? Man sagt, es war ein sehr heißer Tag. Habt ihr es eher als positiv oder habt ihr es eher als negativ empfunden? Ich persönlich hatte richtig Bammel vor dem Tag heute und habe gedacht, das fuckt richtig ab. Aber es ist doch ganz gut gelaufen. Als ich unterwegs draußen war,
was gar nicht so krass heißt. Da habe ich wohl gerade echt Glück, den glücklichen Zeitpunkt erwischt. Und dann später zu Hause war es eigentlich auch in Ordnung. Und jetzt habe ich vor kurzem nochmal schön geduscht und bin natürlich ganz fresh hier on stream gekommen für euch. Und bin dementsprechend auch relaxed und abgekühlt. Und da jetzt auch die Sonne untergegangen ist, kühlt es ja auch draußen ab. Also den Tag soweit gut überstanden. Ich kann nur hoffen, morgen und nächste Woche unter der Woche, wenn die Arbeit ruft, ist es nicht so heiß. Das wäre nicht so geil, sage ich euch ganz ehrlich. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und ich freue mich ja ehrlich gesagt schon so ein bisschen auf den Herbst und den Winter. Winter ist aber bei mir wiederum immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist Winter nice und romantisch und perfekt zum Zocken und dann kommt auch Cyberpunk 2077 raus. Yeah! Und zum anderen, ja, habe ich auf der Arbeit mehr zu tun und meistens auch noch in Anführungszeichen beschissenere Arbeitszeiten, aber lassen wir uns mal überraschen, wie das dieses Jahr läuft. Wenn alles gut läuft, habe ich auf jeden Fall, bevor es richtig losgeht, nochmal Urlaub. Und dann können wir hier sogar noch mehr zocken. Wenn ihr Bock drauf habt, natürlich. Ich sehe gerade, beim Support Money wird 2 Euro, aka 4% angezeigt. Ach so, nee, passt. 0 Euro, da startet's. Genau, und der grüne Pfeil ist schon nach rechts. Das heißt, 2 Euro werden doch angezeigt. Okay. Harte Sonneneinstrahlung ist was für Pflanzen. Kaffee wird aufgesetzt. Jawohl, Waldgeist. Daumen nach oben und ich stimme dir zu. 10-4. Du hast absolut recht. So, jetzt nicht umkippen. Wir haben ja den Ladekran abmontiert, also haben wir weniger Kippgefahr, aber so ein bisschen natürlich trotzdem noch. Und wie gesagt, ich werde das Gefühl nicht los, dass das Spiel so eine, ich nenne es mal Cheat Engine hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal läuft alles voll einfach und einfach easy going von der Hand. Und dann machst du im Prinzip dasselbe nochmal oder es geht so easy weiter und es spricht nichts dafür, dass es jetzt nicht plötzlich nicht mehr easy geht. Aber dann wird es plötzlich hardcore und irgendwas Schlimmes passiert. Also mit Ansage. Ich habe das in einem von meinen YouTube-Let's Play SnowRunner gehabt. Da bin ich auch irgendwo lang gefahren, habe gesagt, ah ja, da hinten bla bla bla, noch 100 Meter, ich kann es schon spüren und passt mal auf, ich werde Geld drauf, dann kippen wir um. So, passt mal auf, hier, ich fahre jetzt vorsichtig, ich fahre jetzt vorsichtig, passt mal auf und zack, dann bin ich auch umgekippt. Ah, ich werde das Gefühl nicht los, weil jetzt gerade die erste Ladung mit dem Stahlträger, die ging wirklich butterweich von der Hand. Und jetzt bei der zweiten Ladung, ich meine, wir sind kurz vorm Ziel, ja, es geht auch, aber irgendwie fühlt sich das so an, als würde er jetzt leichter links oder rechts wegkippen wollen. Ich weiß nicht, kann natürlich alles nur Einbildung sein. Man kann natürlich sagen, ja, der Boden wird ja auch dynamisch simuliert, ist ja klar, jede Fahrt ist ein bisschen anders, weil jedes Mal ist der Boden ja ein bisschen anders, die Gegebenheiten. Ja, kann natürlich sein, aber es bleibt irgendwie für mich trotzdem so ein fader Beigeschmack. Und am Ende vom Tag besteht das Ganze hier halt auch nur aus Einsen und Nullen. Die echte Dynamik gibt es nur im Real Life. So, okay. Abladen. Wow. Oh, wir haben eine Stufe abgeschlossen. Oh, ich habe es gerade gesehen, bla bla bla, Stufe aufgestiegen. Hey, und wie geil ist das denn, bitteschön? So, jetzt müssen wir noch eine Sache dahin bubeizern. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Guck mal, da wird ja sogar hier das Gebäude geupdatet durchs erfolgreiche Ausführen des Auftrags. Das habe ich ja total verpeilt, dass ja auch jetzt so die Umgebung und so das angezeigt wird, deine Erfolge. Boah, was ein Flash im positiven Sinne. Sehr geil. Sehr geil.
Ja, da freut man sich nach all dem Frust mal ein kleines, aber feines Erfolgserlebnis. So, Ölbohrer, wo ist der Ölbohrer? Natürlich da drüben. Tja, ich hab's aber schon, ich weiß es ja schon von der letzten Folge, oder ich weiß es noch von der letzten Folge, dass wir da irgendwann nach Dings, nach Smithville-Talsperre rüber mussten und müssen. War das natürlich auch eklig, hier durchzufahren. Zumindest sieht's so aus. Ah ja, Sprit haben wir auch nicht mehr viel. Ah ja, puh, wir fahren einfach mal, oder? Na klar. Oh, ich sollte vielleicht mir irgendwann noch mal Sprit mitnehmen. Oder noch einen zweiten LKW hinterherfahren lassen mit Sprit. Kurz was checken. Alles klar, weiter geht's. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was der Ölbohrer, was das wohl für ein Teil sein mag da. Bestimmt so ein Riesenklopper, den ich gar nicht mit dem Teil hier einfach transportieren kann. So, das war das sumpfige Gebiet hier. Bis jetzt kommt man eigentlich noch ganz gut durch. Das sah auf der Minimap schlimmer aus, aber gut hier. Hier ist jetzt doch schon ordentlich Wasser. Warum hält er denn an? Warum gibt er denn hier nicht Vollstoff einfach? Okay, da ist es ziemlich matschig, aber wir werden es wohl mit unserem doch schon recht guten, also für Anfängerverhältnisse guten Truck schaffen. Was denn da links? Ah, da ist ein umgekipptes Boot, okay. Oder irgendwie sowas. Auch schöne Liebe zum Detail. Gefällt mir gut. So, der gibt doch mal Gas jetzt. Was macht der da im ersten Gang? Ah, nee, das war hier das krasse sumpfige Gebiet. So, genau. Ha, da habe ich mich ja wieder mal viel zu früh gefreut. Naja, mal schauen. So, Reifen sind, glaube ich, auch wichtig, aber natürlich sind die guten Reifen gesperrt. Nein, man braucht nicht nur ordentlich Schotter für gute Reifen, nein, man muss auch noch ein gewisses Experience-Level erreichen. Jo. Aber okay, wir haben wohl einen Stufenaufstieg, wenn ich das kurz vor der Zwischensequenz dann noch richtig rauslesen konnte. Das ist auf jeden Fall geil. Geil, geil ist das so. Und ja, hier sollte ich wahrscheinlich eher in Low schalten und Differentialsperre anmachen, aber es geht ja auch so. Und ja, ich weiß, unser Kraftstoff geht langsam leer, aber wir schaffen es bestimmt noch gerade so durch den Tunnel auf die andere Seite. Und dann können wir ja tanken gehen. Oh, das ist aber ein Spritfresser hier. Ich wollte es ja nicht anders. Ich habe den direkten Weg gewählt, also muss ich auch damit klarkommen jetzt, verdammt. Ja, okay, jetzt, spätestens jetzt, sollten wir mal auf den Kriechgang umschalten. Also dieser Weg hier ist nicht zwingend zu empfehlen. Fahrt lieber außen rum. Zwar gutes Training, aber nicht praktisch, wenn man eigentlich nur darüber fahren muss oder möchte oder beides. Ah, im nächsten Gebiet kommt direkt eine Tankstelle. Sehr gut. Dann könnte das ja vielleicht noch hinhauen. Kriechen, ey. Das ist echt ein Geduldsspiel vom Feinsten. Ich glaube, das ist hier auch weniger ein Truck-Simulator und mehr ein Psychologie-Simulator. Ich habe es durchschaut.
Komm schon, Truck, das schaffst du. Mach's nicht spannender, als es ist. Da muss ich direkt an meinen PKW-Fahrlehrer denken. Da sollte ich mal einparken rückwärts. Und hab dann wirklich versucht, alles ganz cool und korrekt zu machen. Spiegel geguckt, nach hinten geguckt und so. Und versucht, den perfekten Winkel schon vorm, bevor ich rückwärts reinfahre, zu treffen. Und mein Fahrlehrer nur so: Boah, mach's nicht so spannend. Und das denke ich mir hier gerade so mit dem LKW, wie der hier durch den Matsch schleicht. Mach's nicht so spannend. So. Okay, das wird aber tatsächlich doch ein bisschen knapp vom Sprit. Genau, ein posttraumatischer Belastungssimulator. Ja, das ist sogar eine richtig geile Bezeichnung, Waldgeist. Mal sehen, was da noch für Prüfungen auf uns waren. So, jetzt ballern wir hier lang und es wird schon wieder dunkel. Mag sein, dass das subjektives Empfinden ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Tag geht immer viel zu schnell rum und die Nacht viel zu langsam. Aber das ist alles nur die Psyche, nicht wahr? Das gehört zum großen Test. Es wird hier einfach krass simuliert. Wow, Vorsicht. So, wir gehen mal lieber wieder in die Cockpit-Perspektive, damit dieser trägen Lenkung... bin ich hier richtig? Ja, einfach nur noch geradeaus der Straße folgen. Wie schön. So, habe ich das Licht schon angeschaltet? Ja, jetzt können wir es auf jeden Fall mal anmachen. Haben wir auch getan an dieser Stelle. Und weiter geht die Reise. Ja, wie gesagt, also dadurch, dass die Lenkung ein bisschen weak ist hier und da, weil es weniger darum geht, schnell zu fahren in dem Spiel und mehr zu kriechen und die Lenkung dementsprechend ein bisschen darauf angepasst ist, ist es manchmal echt leichter aus der Cockpit-Perspektive zu fahren, wenn man einfach straight ahead fahren möchte. Habe ich gerade wieder gemerkt. Okay, so, und dann mal schauen, was das für ein Gerät da auf der anderen Seite ist. Und wir dürfen die Tankstelle nicht verpassen. Ach ja, schöne Zwischensequenz hier, darf nicht fehlen. Trucker-Romantik. So, aber es darf ruhig das Licht wieder angemacht werden. So, wo war nochmal die Tankstelle? Hier links, gell? Ah, der Waldgeist, der kennt sich aus. Gleich hier links rein. Perfekt. Also eigentlich hier geradeaus dann, oder? Bestimmt. Ja, ja, genau. Da sind wir auch schon ein paar Mal angefahren. Da habe ich ja auch schon mal einen Anhänger reingedrückt in den Tankstellenparkplatz. Allerdings nicht on stream und ich glaube, doch auf YouTube muss es gewesen sein. So, dann wollen wir mal tanken, das gute Stück. Nicht gegen die Zapfsäule fahren, wenn möglich. Und schön gerade hier hinstellen. So, zack. Tanken bitte. Kluck, 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 bang. Supi, duper. Danke nochmal für den Tipp, Waldgeist. Hat gut geklappt. So, Achtung. Ölbohrer. Wo ist der? Ölbohrer. Wo ist der? Hier. Steht hier der Ölbohrer. Der steht hier. Das ist der Herr Jansen aus dem Supermarkt. Oder wie heißt das nochmal bei Badesalz? Naja, ihr wisst schon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was Badesalz ist. Naja. Egal. So. So, Licht ist an, aber dunkel wird es trotzdem. Ja, was für Logik. Licht ist an, aber dunkel wird es trotzdem. Also, was ich damit sagen will, mit meinem simplen Wortschatz ist, obwohl ich das Licht angeschaltet habe, geht die Sonne unter. Brain.
So, dann fahren wir mal zum guten Ölbohrkopf. Aber den werden, also da machen wir dann Rast, bis die Sonne wieder aufgeht. Den werden wir jetzt nicht in der Nacht-Nebel-Aktion darüber fahren. Wir sind ja nicht crazy. Auch wenn man Schwertransport ist, sofern das natürlich überhaupt ein Schwertransport ist. Ich weiß es ja nicht. Eher nachts durchführt, weil da weniger Verkehr ist. Oft sogar nur nachts. Tagsüber kriegt man dann gar nicht so einfach eine Genehmigung. Aber gut, vielleicht ist das hier in USA anders, außerdem ist ja Ausnahmezustand, das ganze Gebiet hier ist ja überflutet worden. Donald Trump hat den Notstand ausgerufen für diese Region, also da gelten sowieso andere Regeln. Und wir mit unserem kleinen Unternehmen freuen uns und machen ordentlich den, lassen den Rubel rollen, indem wir hier an jeder Ecke und Kante mithelfen. Richtig schöner Kapitalismus. Wolfgrip. Wir haben wolfmäßigen Grip. Wolfgrip, das könnte man auch, so könnte man auch eine Reifenmarke nennen. Oh, da ist ein Stoppschild, also jo, hallo, guten Tag. Okay. So, da bin ich mal gespannt. Ölbohrer. Oh, 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 die laden den auch mit dem Kran auf. Hoffentlich passt das gute Stück hier. Ach, das war's schon. Echt? Ersatzteile? Nee, oder? Ölbohrer. Zu wenig Platz. Wow, wow. Ja, und woher weiß ich jetzt, was ich da einbauen muss für den Ölbohrer? Ja, woher weiß ich jetzt? Das ist aber nicht sehr nice. Hä, was ist denn jetzt los? Wieso steht denn da drüben jetzt so ein Teil? Achso, das könnte ich jetzt mit Kran rüberräumen. Ja, super, zu wenig Platz. Ja, mag sein, aber wenn ich jetzt einen Anhänger dran mache, reicht es doch auch nicht, oder? Brauche ich da vielleicht einen Auflieger mit Flachbett oder sowas? Wahrscheinlich. Das heißt wiederum, wir fahren in unsere Werkstatt, in unseren Hof und dann holen wir uns einen Anhänger mit 5, ich nenne es mal Stellplätzen. Dark Typhoon, hallo. Ah, du hast mir schon den Tipp gegeben. Ja, nice. Hallo erstmal und willkommen, Dark Typhoon. Schön, dass du zuschaust. Willkommen hier auf SimJay und danke für den Tipp. Dann holen wir uns mal einen Auflieger. Oh, das heißt, wir müssen eventuell dann wieder unseren Truck umrüsten. Ah, da bin ich aber froh, dass ihr so mit Rat und Tat zur Seite steht am späten Abend. Hätte ich jetzt ein Tässchen... Oh, Stoppschild. Hätte ich jetzt ein Tässchen Kaffee, würde ich auf euch anstoßen, Jungs. Aber morgen früh dann wieder, wenn ihr Bock habt, beim Farming Simulator. Da werde ich Kaffee trinken ohne Ende. Oh, warum musstest du die Mission gleich zweimal machen, wenn ich fragen darf? Hast du die Spiele zweimal, einmal auf der PlayStation und einmal auf dem PC, oder woran liegt das, dass du die zweimal machen musst? Aber gut, dass du Erfahrung hast. Da kannst du mir ja ordentlich helfen. Was du ja in dem Sinne auch schon getan hast. Die Aufgabe wiederholt sich, aha. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, die macht man einmal und dann ist vorbei. So, hier rechts steht nichts. Okay. Dann müssen wir hier zum Anhängershop oder wie das heißt. Ja, heißt sogar Anhängershop. Okay, was haben wir denn hier? Tieflader, Auflieger. Moment, den kann ich da doch so gar nicht drauf machen. Wartet mal, ich hole mir erstmal eine Sattelkupplung wieder.
Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass sich die Aufgaben wiederholen. Das Positive ist auf jeden Fall, dann kriegt man leichter XP und Geld, oder? Wenn man relativ leichte Aufgaben mehr als einmal machen kann, müsste es ja eigentlich ziemlich gut sein, oder? Wie seht ihr das? So. Begib dich zur Werkstatt immer wieder gerne. 16.050 Credits haben wir. Normale Sattelkupplung, oder? Ja, eine normale. So, jetzt sind wir ja doch hier wieder nachts unterwegs, aber naja. Wenn wir dann hier erstmal das alles mit dem Anhänger oder Auflieger im Griff haben, warten wir dann erstmal da bei den Kunden, bis es wieder hell wird. So, jetzt würde ich sagen, Tiefladerauflieger ist nicht schlecht, oder? Offroad Sideboard. Ja, okay, ich meine, der hat noch Bordwände, aber brauchen wir nicht, oder? Wir können ja auch mit den Gurten niederzuhren und zur Not auch noch mit irgendwelchen Ketten Formschluss herstellen. Offroad Maintenance, nein. Offroad. Also, ich würde sagen, wir holen den. Zack, boom. Und dann ist er auch schon am Stissel. Gut. Ein Hoch auf den Dark Typhoon. Danke nochmal für die Hilfe. So. Kann man hier eigentlich hinten auch noch einen Anhänger dran bauen? Nein. Weiß jemand von euch, ob es möglich ist, Double Trailers zu fahren in dem Game? Also zwei Anhänger oder zwei Auflieger hintereinander oder ein Anhänger, ein Auflieger? So, Stoppschild. Muss jetzt nicht zwingend sein, aber wäre natürlich nice, wenn das geht. Und falls es im Moment noch nicht geht, gibt es vielleicht Mods, wo es geht? Und falls es auch noch keine Mods gibt, wo das geht, bringen die vielleicht irgendwann mal ein offizielles DLC mit Double Trailers? Fände ich cool. Spätestens seit ich bei ATS Double Trailers gefahren bin, bin ich Fan von Double Trailers. Und natürlich auch im Euro Truck Simulator die europäischen Lang-LKWs, also Euro-Kombi. Und jetzt seit neuestem oder auch schon länger, aber relativ neu High Capacity Transport oder halt HCT. Ah, ist alles ganz nice. Natürlich ein klassischer Sattelzug ist auch noch nice, ein klassischer Gliederzug ist nice, aber bigger is better. Manchmal zumindest. Die Mischung macht's. Ist alles cool. Mal weniger, mal mehr. Schön, dass es auf jeden Fall so viel gibt mittlerweile. So, Stoppschild. Was sagt der gute Telefon? Ah, okay. Ja, stimmt, das geht. Hast recht. Das geht auf jeden Fall. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, dann laden wir mal den guten Bohrkopf, Ölbohrer, so rum. Schön hier an die Rampe fahren, aber aufpassen, dass wir nicht zu eng die Kurve schneiden natürlich. Ich würde sagen, wir stehen ganz okay da. Ja, würde ich sagen. So, dann Ölbohrer. Ui, das ist doch schon ein krasses Ding. Passt aber, oder? Boah, jawohl. Geil. So, dann fahren wir mal hier vom Hof runter und stellen uns dann irgendwo hin und ich denke, es ist machbar, die Aufgabe. Wir müssen ja nicht wieder durch den tiefsten Sumpf fahren. Und hier sind die Stützen, glaube ich, auch ein bisschen höher. Ihr wisst ja, die Stützen wurden mir in der letzten Folge zum Verhängnis, sobald die irgendwo auch nur ein bisschen hängen, hängt der ganze Zug. Also das finde ich nicht sehr gut gelöst. Da könnten sie noch mal ein bisschen nachpatchen. So, Stoppschild nicht überfahren. Also in dem Fall ist das Stoppschild auf dem Boden, aber es ist halt da. Und dann stellen wir uns hier mal irgendwo hin, aber natürlich nicht direkt in die Einfahrt. Sonst können ja die ganzen anderen Leute nicht so einfach rein oder raus. Hier würde ich sagen, können wir uns doch schon mal hinstellen, ganz frech. Es ist ja nur für die Nacht. Nachts wird da ja eh nicht so viel Verkehr sein in dem Laden. War ja eben auch recht ruhig. So, dann halten wir hier mal kurz an.
Motor aus und wir chillen ein bisschen in den Morgen hinein. Ja, gut. Na, wie geht die Kiste wieder an? So, alles klar. Können wir eigentlich auf Tagfahrlicht umschalten, wie ich es gerne nenne. Und dann ziehen wir hier jetzt mal schön weiter zurück Richtung Bohrplatz und hoffen, dass die Mission erfolgreich sein wird. Sonst fange ich bestimmt gleich wieder an, mich voll aufzuregen. Das ist natürlich nicht so gesund. So, enge Kurve hier. Ja, man muss natürlich bedenken, wir haben keine klassische Sattelzugmaschine. Wir haben einen Lastkraftwagen mit längerem Radstand und dann auch noch zwei Achsen hinten plus Auflieger. Gut, der Auflieger hat wiederum auch nur zwei Achsen, das macht ihn ein bisschen wendiger, aber die insgesamte Länge ist doch schon etwas länger als bei einer klassischen Sattelzug. Aber ihr seht, es geht. Euro Truck Simulator Training sei Dank. Ah, der Sprit ist auch in Ordnung. Der sollte auf jeden Fall reichen. Ja, mal schauen, was wir dann mit dem Flachbett-Trailer machen, nachdem wir ja den Auftrag hoffentlich erfolgreich beendet haben. Ich denke mal, den parken wir dann bei uns auf dem Hof. Den werden wir bestimmt früher oder später nochmal für andere Sachen gebrauchen können. Was man hat, das hat man nicht, wahr? Bitte. Okay, dann geht's weiter. Ah, hier nicht das Stoppschild abrasieren, aber läuft gut. Und wir fahren wieder schön zurück nach Black River. Black River, das ist doch ein schöner Name. Tja, wenn ich mal überlege, wir sind immer noch in USA und haben dabei weitem nicht alles gesehen. Dann kommt noch Alaska, Russland und mit dem neuen Update noch irgendwas Neues, was ich gar nicht weiß, was dann alles neu ist. Und dann kommen wahrscheinlich noch zig neue Updates. Das ist geil. Geil und Stress zugleich. So, Motor an. Warum macht der hier überhaupt den Motor aus? Der kommt doch gerade frisch aus dem Tunnel. Könnte man auch nochmal patchen, dass der nicht den Motor ausmacht. Naja, kommt bestimmt noch. So, der Bohrplatz ist hier und wir stehen hier oben. Dann fahren wir auf jeden Fall nicht durch den Matsch. Ich würde sagen, hier hinten rum. Sieht so aus, als wären wir hier ohnehin noch nie lang gefahren. Ja, und das Stückchen da packen wir auch noch. Wir gehen das ganz smooth und easy und groovy an und dann schaffen wir das schon. Das nehme ich mir jedes Mal vor und dann geht irgendwas schief. Zum Beispiel hier jetzt. Ich glaube, ich muss hier schon links fahren. Ja. Oh, und da hört auch schon die gute Straße auf. Ne, wartet mal. Ich glaube, ich muss hier noch nicht links fahren. Ja, hier geht's schon los. Nee, ja, nein, nein, ja, nein. Nee, ich muss hier nämlich noch nicht links fahren. Seht ihr, da hätte ich schon fast den ersten Fail gebaut. Übers Sägewerk. Das Sägewerk hier. Echt jetzt? Denkst du nicht, dass das hier klappen könnte? Das sieht doch eigentlich stabil aus. Also hier, aber da kommen wir bestimmt durch, oder? Naja, gut. Wenn der gute Dark Typhoon das sagt. Ich meine, er hat die Erfahrung gemacht. Dann glaube ich dem guten Dark Typhoon auch. Okay. Es sieht aber. Ja, naja, es sieht aber. Also hier mit dem Sattelzug durch. Naja, wir machen das schon. Wir machen das schon. Verdammt, wo muss ich jetzt lang? Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Okay, also erstmal hier trotz alledem weiter. Ja,
Gut, gut. Ja, das ist schon hart am Arbeiten. Ah, ich könnte vielleicht schon mal den Allradantrieb reinknallen, aber ich glaube, da vorne wird die Straße wieder ein bisschen besser. Sparen wir also den Sprit ein wenig. Ah, wie schick der hier immer so einen Ring an dem einen Finger hat, gell? Dieser goldene Ring da und auch so eine billige silberne Uhr. Wir sind bestimmt voll der Prolltyp. Wie bei Crash Boom Bang oder wie der Film heißt, die Spedition Kampmann. Ah, ich glaube, der Film heißt Bang Boom Bang, gell? Auf jeden Fall legendärer Film. Wer diese Art von Humor mag, sollte den Film auf jeden Fall mal gesehen haben. So, und dann vorsicht die Steine. Und dann laufen wir hier ganz groovy Richtung Downtown. Also wir rollen ganz groovy Richtung Downtown. So, den Anhänger da links habe ich auch irgendwann mal dahingestellt. Das ist auch gar nicht meiner. Keine Ahnung, wem der gehört. Aber den können wir uns ja vielleicht mal leihen irgendwann, falls wir ihn brauchen. Ja, dieser Bohrkopf da, das sieht eigentlich auch ganz schick aus. Wie ein richtiger Bohrkopf halt. Oder wie so ein kompletter Bohrer. Krasses Teil auf jeden Fall. Da sind die bestimmt ganz schön dankbar, wenn wir den gleich dahin bringen. Oder die sind am Meckern und sagen, ey, wieso dauert das so lange, Mann? Ah, sorry Leute, ich habe noch eine Pause gemacht, ein kleines Nickerchen gehalten und die Nacht verbracht. Die Nacht im Truck verbracht. Über Nacht gerastet, so rum. Aber natürlich auch im Truck verbracht. So, über die Absperrung müssen wir leider drüber fahren. Wir haben ja eine Sondergenehmigung. Das ist also okay. Zumal wir ja eh von der anderen Seite kommen, die gesperrt ist. Oh ja, das ist da hier, das ist ja, macht ja richtig Spaß, hier jetzt reinzuknallen. Oh ja, das macht richtig Spaß. Ja, es passt. Es passt. Ich hätte ja auch eine Straße weiterfahren können. Hat mich ja keiner gezwungen, hier reinzufahren. Die großen Auflieger bei der. Ach so. Ja, den habe ich aus Versehen zuerst geholt. Und das war voll der Krampf, Mann. Das war voll der Krampf. Der Waldgeist war da dabei. Das war am Donnerstag die erste Folge von SnowRunner. Das war sogar eine spontane Folge. Und weil ich so unerfahren bin, habe ich natürlich zuerst das Ding geholt. Und habe dann später erst gesehen, dass ich das ja als letztes machen muss. Also der ist im Moment am Bohrplatz geparkt, aber ich konnte ihn noch nicht abgeben, weil man das als letztes machen muss. Aber der steht da auf jeden Fall. Also sollte kein allzu großes Problem darstellen, den jetzt nochmal ein bisschen rumzurangieren. Aber ich sag dir, Dark Typhoon, oh Mann, das war ein Krampf, den da hinzukriegen. Aber auch nur aus einem Grund, weil die Stützen, wenn die halt ein bisschen irgendwo an einem starken Stock oder Stein hängen bleiben, dann ist die komplette Physik von dem Auflieger quasi ausgeschaltet und das Ding steht da und lässt sich nicht mehr bewegen. Das finde ich extrem scheiße. Weißt du, alles andere kannst du irgendwie noch mit Gewalt oder mit Schwung da langschleifen, aber wenn die Stützen hier,
Wenn die Stützen einmal irgendwo kollidieren, dann ist sofort vorbei. Ich habe wahrscheinlich auch die schlechteste Route gewählt, um den Auflieger dahin zu kriegen, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch mal geguckt und wusste nicht, welche Alternativroute da noch besser funktioniert hätte. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Aber im Sägewerk, ja, links dran vorbei. Ja. Okay, ich weiß genau, was du meinst. So werden wir da auch lang fahren. So, wird's hier schon wieder dunkel? Kann doch nicht sein, oder? Ist einfach nur schlechtes Wetter, oder? Also es ist regnerisch, es ist grau, es ist bewölkt, aber es wird nicht schon wieder dunkel, oder so. Jetzt schön, schön, schön den Platz nehmen hier. Und den Auflieger hier reinbuxieren, ja. Alles mitnehmen, was geht. So, passt. So, und dann gleich wieder links, ich weiß. Über diese Schienen hier drüber. Da ist der Kran und der fährt auf diesen Schienen. Und dann hier hinten rum über diesen Schleichweg zum Bohrplatz. Ja, läuft doch ganz gut. Noch. Mal sehen, was wir dann als nächstes für eine krasse Mission machen. Ich hoffe mal nicht zu krass. Von mir aus kann es gerne in diesem Einsteiger... auf diesem Einsteigerniveau weitergehen. Ich habe mich schon genug mit dem Game rumgeärgert. Gerne können wir auch erstmal ein paar Erfolge erzielen. Ja? So, hier hauen wir jetzt aber echt mal alles rein, was geht. Langsam, aber sicher. Wenn jetzt nicht die Stützen irgendwo wieder hängen bleiben. So, mal sehen, ob wir jetzt hier wieder ein bisschen mehr Dampf geben können. Sieht ganz gut aus. Auch durch das Flussbett, über die Flussbettpassage kommen wir ganz chillig drüber im Moment noch. Kann man sich nicht beschweren. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht umkippen. Vielleicht haben wir es gleich geschafft. Jetzt bloß kein Leichtsinnsfehler auf den letzten Meter. Kein Leichtsinnsfehler, nein, nein. Okay, okay. Und auch hier sieht es wieder für den Moment ganz nice aus. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen hier rechts, dass wir nicht zu viel Schräglage bekommen. Immer schön mit dem Auflieger mitdenken. So, und dann werden wir bestimmt hier noch ein bisschen in dem Schlamm stecken bleiben. Aber nur ein bisschen so. Du siehst schon, Dark Typhoon, da hinten ist dieser Monster-Auflieger mit diesem krassen, Baugerät drauf. Extremer Schwertransport, sag ich nur.
So, den stellen wir jetzt aber auch schön gerade daneben dran hin, ja. So wie sich das gehört. Bitteschön. Oh, und nochmal. Ach so, nee, Stufe abgeschlossen, nicht Level abgeschlossen. Okay. Ja, und jetzt brauche ich noch den Bausattelanhänger. Ja, ja, genau. So, dann parken wir unseren Flachbettauflieger mal da an der Seite. Ja, war schön. Läuft, läuft, läuft. Noch. Oder wieder. Also, ihr habt es genau gesehen, ich war hier noch meilenweit von dem Zaun entfernt. Ich habe damit nichts zu tun, dass der gerade ein bisschen am Dancen war. Ich kann da nichts für. Ups. So, hoffentlich klappt jetzt alles. Ach, scheiße, richtig. Oh nein. Na dann. Eieiei, das meine ich halt. Warum muss das Spiel so unnötig kompliziert sein? Ja, danke, Dark Typhoon. Du hast natürlich recht. Wie komme ich von da nach da? Wieder hier lang, genau. Oh nein, nicht dahin. Nein, auch nicht dahin. Was ist denn das für ein scheiß Markierungsteil? Hi Linus, willkommen zurück. Das ist ja schön, dich nochmal hier zu so später Stunde anzutreffen. Alles klar bei dir? Wie war eure Lasagne und der Erdbeerkuchen? Und freust du dich schon auf Detroit Become Human morgen? Ich freue mich schon drauf. Oh, jetzt haben wir gerade das Stoppschild überfahren. Naja, das ist der eigene Ruf. Da wird schon keiner was sagen. Ja, natürlich brauchen wir jetzt die Sattelkupplung hoch, was auch sonst. So, dann schauen wir mal, ob die Mission gleich ein Erfolg wird oder nicht. Auf jeden Fall ist wieder mal schönes Regenwetter hier am Start. Hey, 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 hey. Echt nice. So, ich würde ja was sagen, wir könnten hier nochmal tanken, aber der Tank ist ja so gut wie voll. Also, passt schon.
Oh, verdammt, diese verdammte Lenkung. Oh nein, ich habe das Schild überfahren. Ja, diesmal war es mein Fehler, aber ich sag nur, diese weake Lenkung. Trotzdem meine Schuld, sorry. Das haben wir jetzt, da sind wir einfach ausgestiegen und haben es wieder hingestellt, ist nichts passiert, so. Trotzdem, mir ist sowas sollte nicht nochmal passieren. Es tut mir sehr leid, Leute. Ich versuche das nächste Mal vorsichtiger zu fahren. Was schreibt der gute Linus? Ja, das ist ja auch interessant, dass die Lasagne von deiner Mama immer anders schmeckt, weil sie kein Rezept hat. Hört sich sehr interessant an. Und ja, Kartenspiel mit der Familie ist auch ganz nice, nur schade, dass es ein bisschen Streit gab. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, war jemand, vielleicht war jemand ein schlechter Verlierer, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich freue mich auch hart auf morgen auf jeden Fall. David Daddelkopf, YouTube, hi, auch dir einen schönen guten Abend, schön dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir, alles klar? Und Linus, oh, ja, was hast du noch mitgekriegt, Linus? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hast du das noch... Du hast doch das Ende mitbekommen, oder? Mit dem brennenden Haus und dem Slutko, wie sie den gelünscht haben. Oder? Was hast du da mitbekommen? Oder meinst du, was davor passiert ist, dass du das nicht mitbekommen hast? Alter, was ist denn das für ein Schlamm hier, verdammt nochmal. Ah, genau, hier war ja auch noch ein Tankanhänger. Gehört mir zwar nicht, aber können wir uns bestimmt mal ausleihen, wenn Not am Mann ist. Jetzt nicht zu schnell fahren. Habt ihr gesehen, wie der wilde Laster da vorne hochgegangen ist? Uiuiui. Allradantrieb sei Dank. David Daddelkopf, danke, mir geht's auch gut. Freut mich, dass bei dir alles okay ist. Wir zocken hier noch ein bisschen SnowRunner, um den schönen Samstagabend ausklingen zu lassen. Und wir genießen es, dass es langsam abkühlt draußen. Dazu etwas SnowRunner. Hier in SnowRunner regnet es, also alles ganz gechillt und fresh, mein Freund. Ach so, Dark Typhoon, also soll ich die ganzen Anhänger dann nachher verkaufen? Und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Kann ich auch diese Anhänger wie diesen Tankanhänger, der da eben rumstand, der ja eigentlich gar nicht mir ist, sondern irgendjemand anderem hier auf der Map, kann ich den auch einfach verkaufen oder kann ich nur Anhänger und Auflieger verkaufen, die ich auch explizit vorher selber gekauft habe? Ja, und Linus, das mit dem Detective, ja, der war halt im Polizeirevier und hat sich mit dem Dings, mit dem alten Detective da angefreundet und man merkt halt, dass man den alten Detective nicht so einfach als Freund kriegt, schon gar nicht als Android, aber... Läuft einigermaßen gut und ich bin mir sicher, mit den beiden werden wir noch ordentlich Daily Soap Shit durchstehen müssen im Laufe des Spiels, wahrscheinlich morgen schon. Die werden wohl noch das ein oder andere Mal aneinander geraten und sich aber auch das ein oder andere Mal gegenseitig den Arsch retten, davon gehe ich hart aus. Auf SimJay, Linus. Ich habe, wie du siehst, auch das Donation-Goal angepasst von 5 Euro Kaffeegeld für heute. Habe ich jetzt mal auf den ganzen Monat auf 50 Euro einfach Support-Money verändert. In dem Sinne, dass man mich halt einfach, wenn man es gut findet, was ich hier mache, supportet und einfach
Betrag X spenden kann. Schauen wir mal, wie es läuft. So, dann der Auflieger. Ja, und der gute Ferrari-Boy hat mir auch direkt gestern mal beim Euro-Truck-Simulator 1 Euro donated. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. So, jetzt den Auflieger hier noch locker flockig ins Ziel bringen, hoffentlich. Ja, passt das so? Boom, okay. Nanu, und jetzt? Hallo? Hallo, ich möchte ihn gerne abliefern. Warum kann ich den nicht abliefern? Oh, wir haben es geschafft. Jawohl. Oh, guckt euch das an. So, jetzt sind wir aber aufgeschrieben. Ich habe eben gerade gesehen, bla bla bla, Rang 8 erreicht irgendwas. Annehmen. Danke, Mann. Ja, geiler Scheiß, Jungs. Ja, das ist sehr schön. Danke. Okay, Dark Typhoon, dann werden wir mal irgendwann, wenn wir ein bisschen Luft haben, uns als persönlichen Task setzen, Anhänger zu verkaufen, um ein bisschen Geld zu verdienen. So, es wird hier langsam wieder dunkel, fahren wir erstmal aus dem Matsch raus. So, und dann schauen wir mal, welche Mission wir jetzt machen. Auf jeden Fall hat das ja richtig gut geklappt hier. So, Husky Forward, Forwarding. Was haben wir denn hier? Lieferung an die Logistikzentrale in Smithville. Das ist dann wieder auf der anderen Seite. Wartungsanhänger. Hm? Wo ist der Wartungsanhänger? Ach, den müssen wir da rüberfahren. Und dann 2 Fahrzeugersatzteile. Hey, komm, dann bringen wir den... Ist das eine machbare Aufgabe? Ich weiß gerade gar nicht, wo die Logistikzentrale ist, aber ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Auf der... Ja. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Wird schon klappen, aber zunächst mal erstmal noch Ruhepause machen. So, guten Morgen. Sprit könnte unter Umständen eventuell sogar auch noch reichen. Und jetzt schaut euch mal an, was unsere krasse Arbeit hier geleistet hat. Eine niegelnagelneue Bohrstation. Das haben die alles uns zu verdanken, Leute. Sehr nice, sehr nice. Ja, ich habe zwar hier noch eine Sattelkupplung, eine Ruhe drauf, aber ich denke mal, ja, die Anhängerkupplung ist auch noch da, also kann man den Anhänger auf jeden Fall mal gechillt rüberfahren aufs Smithville Talsperre. Nur das Logistikzentrum, keine Ahnung. Ich hoffe, das ist nicht irgendwo weit weg und schwer zu erreichen. Wir sind doch eher immer noch ein Anfänger, das darf das gute Spiel nicht vergessen. Ui. Ja, ja, ja. Bumm, zack, und da ist er dran, der Gude. Dann fahren wir wieder... Oh, trauen wir uns den... Wir versuchen jetzt mal den Weg hier zu fahren. Quasi andersrum, wie ich das ursprünglich... Oh, da oben ist auch noch ein Anhänger von uns. Ich erinnere mich, dass wir den zum Support hier hingestellt haben, weil ich hier unten irgendwas geholt habe. Und dann, ich glaube, hier habe ich noch Sprit aufgetankt. Ich weiß nicht mehr. Aber ich erinnere mich dunkel, dass ich den da abgestellt habe. Okay, fahren wir mal los. Allradantrieb ist an. Ja, kann man nochmal anlassen, würde ich sagen. Okay, der... Ach, guck mal, da ist sogar die Rundumleuchte an. Bei dem Wartungsanhänger, wie süß. Und der ist gar nicht so leicht. Der ist vorne voll gepumpt mit Flüssigkeit. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Oh, oh, oh.
ich sehe schon, das wird doch ein Spritfresser hier. Weil der Anhänger so schwer ist. Naja, mal schauen. Vielleicht geht es hier ein bisschen besser auf ebenem Gelände. Schon ein krasser Anhänger, da ist echt komplett vollgepackt mit Zeug. Jede freie Fläche wurde da verbaut und vollgemacht mit irgendwas. Na, ich hoffe mal, der kippt nicht um. Okay, so hier durch den tiefen Flussbereich, aber auch das sollten wir eigentlich schaffen, denke ich. Oh Mann, warum geht er denn hier immer in den ersten Gang? Warum hackst du denn hier nicht im dritten Gang erstmal voll durch den Fluss, wenn ich Vollgas gebe? Verdammt nochmal. Naja, okay, noch kommen wir voran. Sprit ist noch okay. Sobald es leicht unter der Hälfte ist, mache ich mir Sorgen, aber wir kommen ja auch gut voran. Das müsste eigentlich aufgehen. Eigentlich. So, hier jetzt nicht durch den Sumpf, also sprich, wir fahren jetzt rechts rum und nicht links rum. Und ich hoffe, wir werden hier keine böse, schlammige Überraschung erleben. Eine schokoladische Überraschung sehr gerne, aber keine schlammige. Spiel, Spaß und Schokolade. Okay, die Fahrräder hier sind schon ein bisschen scary. Also Piano, Boys and Girls. Sieht eigentlich ganz gut aus. Da oben kommt ja dann schon wieder eine etwas breitere und befestigte Straße. Also wenn jetzt das Logistikzentrum in Smithville nicht am Arsch der Welt ist und quasi unerreichbar, ohne dass man 10-mal umkippt, dann wäre das ja wieder durchaus machbar. Aber noch traue ich dem Ganzen nicht. Wahrscheinlich wirkt uns das Game gleich wieder hart eins ins Gesicht rein. So, auch hier geht es noch ganz gut lang, obwohl der Weg auch wieder nicht der beste ist, wie man unschwer erkennen kann. Aber geht noch, geht noch, geht noch. So, nicht zu schnell, auch ruhig mal kurz den Fuß vom Gas nehmen. Ist ja kein Rennen hier, im Gegenteil. Wer Gas gibt, verliert, so könnte man das sagen. Cool. Ah ja, genau, da ist der Anhänger, von dem ich gesprochen habe. Was da drin ist, weiß ich gerade gar nicht mehr. Wahrscheinlich Kraftstoff, aber keine Ahnung. Oh, warte mal, wenn da Kraftstoff drin ist, können wir eigentlich kurz mal tanken, oder? Auch wenn wir es locker ohne schaffen. Kann ich da überhaupt tanken, wenn da ein Anhänger dran hängt? Wow. Ah, das ist immer so gewöhnungsbedürftig, dass dann wenn die Bremse auch der Rückwärtsgang ist. Manchmal, also ich wollte gerade bremsen und habe dann
im Rückwärtsgang quasi aufs Gas gedrückt. So, kann ich hier irgendwie irgendwas machen? Warnleuchte kann ich sogar ausschalten. Ah, wie geil. Wusste ich gar nicht, aber die kann ruhig anbleiben. Nachtanken. Cool, es geht. Alter, das ist ja perfekt gelaufen. Da muss ich direkt mal die Hupe betätigen. Ah, okay. Ja, danke, Tag Typhoon. Geil. So muss das laufen. Wenn wir jetzt auch noch diesen Tankanhänger hinten dran mitnehmen könnten, dann wäre ich ja megamäßig zufrieden, ey. Das sage ich euch aber ganz ehrlich. Aber gut, wir wollen nicht meckern. So, wir haben einen neuen Follower. Esia oder Ekia. Hallo, danke für dein Follow. Willkommen auf SimJay. Heute mit dem SnowRunner im Late Night Chillout Stream am Samstagabend. Geht's langsam in die Nacht hinein. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank für deinen Support. Ich hoffe, dir gefällt's. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles klar bei dir. Hi, Gude. Esia oder Ekia? Wie wirst du ausgesprochen? Auf jeden Fall, hallo und willkommen und Dankeschön. Oh, was ist denn das hier? Über Stock und Stein im wahrsten Sinne. Boah, hey, voll die zerstörte Straße hier. Die Reifen freuen sich wieder. So, aber es geht voran. Ey, wie cool ich das fand, dass wir gerade ganz spontan da Kraftstoff abgezapft haben aus dem Tankanhänger. Brutal gut. So, und jetzt wird's spannend, Leute. Wo ist die Logistikzentrale? Ach, ich sag die ganze Zeit Logistikzentrum. Naja, gut, ihr wisst, was gemeint ist. Die Logistikzentrale auf der anderen Seite. Halt mal kurz. Fahr ich hier auch richtig? Ja. Ah, okay. English is ja. Is that right? Do I pronounce your name right? Is it Esia or Ekia? Thank you for hosting my stream, if I understand you correct. Thanks a lot and welcome to SimJay. Hope you enjoy the show. Have a nice time with us. Saturday night incoming. Tja, Linus, da hattest du mal wieder recht bezüglich internationalem Publikum. Ich weiß zwar nicht warum, aber irgendwie scheine ich die Leute anzulocken. Esia, it's nice to see not only German people watching my stream. I always tag my stream for German language, but somehow we often have international audience watching my stream. I don't know why, but it's nice. I feel honored and proud. So yeah, I have to say it again, thank you a lot. Enjoy the show. So, jetzt bin ich ja echt mal hart gespannt. Hey, wo ist die Logistikzentrale? Hey, you're welcome, Esia. Okay, Achtung, Leute, tief durchatmen. Logistikzentrale. Okay, das ist nicht so geil, wie ich es mir dachte. Wie fahren wir hier am besten? Oh. Oh. Oh, wer baut denn da oben eine Logistikzentrale hin? Das ist doch ein Bauernhof, oder? Eine Möchtegern-Logistikzentrale. Oh, das, ich glaube, das ist hier gar nicht so einfach zu fahren. Also auf jeden Fall fahren wir hier mal hoch.
Dann natürlich hierhin, dann diese total matschige Farm, da werde ich auf keinen Fall lang fahren. Zumindest nicht hier vorne rum. Vielleicht hier über den Schleichweg, den kenne ich auch noch einigermaßen vor. Und dann ist die Frage ja doch hier oben rum, oder? Ja, aber wo ein weiter Weg, hey. Na, mehr Wegpunkte kann ich gar nicht machen, oder wie? Doch. Ja gut, lassen wir es erstmal so, das sind ja schon mehr als genug. Boah, zum Glück haben wir da nochmal vollgetankt. Aber, boah, das wird, ja, sportlich. Zwei Teile hat die Aufgabe. Ja, ich weiß, wir müssen diesen Anhänger dahin fahren. Und dann müssen wir noch irgendwas dahin fahren. Ich wäre ja schon mal richtig happy, wenn wir das hier schaffen. Also ich glaube... Oh, wo lenkt der denn hin? Also ich glaube, wenn wir... wenn wir... jetzt einfach nichts überstürzen und das Ganze chillig eingehen lassen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ist gleich Midnight und dann haben wir noch ein Stündchen und ein paar zerquetschte. Dann sollten wir das schaffen und vielleicht schaffen wir ja dann sogar noch Aufgabe 2. Das wäre ein sehr gelungener Abschluss, aber ich weiß, das wird gar nicht so einfach, wie es hier auf der Karte aussieht. Also zum einen... Es ist eine weite Distanz, das heißt, wir könnten Kraftstoffprobleme bekommen und zum anderen, vielleicht kommen wir auch irgendwo nicht so gut durch. Ersatzteile? Heißt, achso, man muss dann noch Ersatzteile hochfahren, ich verstehe. Also das heißt, die zweite Aufgabe mit den Ersatzteilen ist dann nicht ganz so krass, weil die hier in der Gegend sind, verstehe? Okay, dann machen wir, also dann ist das, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das hier wahrscheinlich schon der schwerere Teil der Mission. Ja, bis hierhin kein Problem. Und dann bei der Farm da links die Straße hoch geht auch noch. Aber sobald wir dann auf den Feldweg reinstechen, ab da wird es dann wahrscheinlich etwas nasty stellenweise. Wie gesagt, wenn man hier links fährt, geht es eigentlich auch noch. Mann, guckt euch mal an, wie die Farm einfach nur überschwemmt ist. Brutal. Alles zugematscht. Ah, da steht es ja schon, genau. Wartungsanhänger und dann Fahrzeugersatzteile. Ja, schön, da werden mir direkt schon alle Aufgaben angezeigt. So, hier ein bisschen nach links, nicht, dass wir da abrutschen und da in die Riesenpfütze reinrutschen. Da, ich glaube, da werden wir dann schon harte Probleme haben, wieder rauszukommen. Beziehungsweise, es wird eine Menge Kraftstoff kosten. Ich habe ja auch noch eine Winde, die werde ich dann natürlich auch benutzen in solchen Situationen. So, hier rechts irgendwo gleich rein. Ja, genau da. Ah, da habe ich die Markierung ja ziemlich gut getroffen. So, und hier wird es dann schon etwas schwerer. Anspruchsvoller, nennen wir es mal anspruchsvoller. Naja, und wenn uns der Sprit ausgeht, hey, dann stellen wir halt den Anhänger an die Seite, holen uns neuen Sprit aus der Werkstatt und
Oder nehmen am besten gleich noch einen Tankanhänger mit und tanken vor Ort. Quasi Proxy-Betankung. Oh ja, da vorne müssen wir wahrscheinlich auch aufpassen, dass wir da nicht umkippen. Oh, der schwankt ja schon gut, der. Der schwankt ja schon richtig gut, ey. Kumpel, alles klar bei dir da hinten? Das gut geht, ey. Ich habe überhaupt kein gutes Gefühl, aber überhaupt kein gutes. Das sind aber auch brutale Wege des Grauens einfach. Warum immer ich? Dagegen hat Sam Porter Bridges ja den einfachsten Job der Welt, Mann. Ich hoffe, ihr wisst, wer Sam Porter Bridges ist. Wenn nicht, ich sag's euch gerne. Einfach in den Chat schreiben. Einfach fragen, wer ist Sam Porter Bridges. Bleibt sehr, 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 sehr spannend. Oh. Oh, fuck. Ich glaube, hier ist schon Ende, hey. Boah. Nee, also da. Komm schon, Baby, komm schon, komm schon, komm schon. Ganz easy, cheesy, peasy, Baby. Please, please, please. Okay. Ja, für den Moment haben wir es tatsächlich noch geschafft, aber der schwankt schon so brutal hin und her. Ich weiß genau, der hat Bock umzukippen, der wartet wieder nur drauf. Noch nie gehört den Namen Linux. Du kennst nicht Sam Porter Bridges von der Ostküste? Tja, ich sag nur Death Stranding. Der Hauptprotagonist, den man spielt, das ist Sam Porter Bridges von der Ostküste. Sam T. Porter Bridges oder so. Nicht, dass ich euch da jetzt was Falsches erzähle, der heißt doch so, oder? Sam Porter Bridges. Ich glaube schon. Und er arbeitet auch für den Paketzusteller Bridges. Death Stranding werden wir hier auch demnächst mal weiterzocken. Da bin ich auch noch lange nicht durch. Da werden wir dann einfach mein Solo Safe Game hier weiterzocken. Ich muss sagen, mir hat Death Stranding tatsächlich von Anfang an gut gefallen, obwohl ich vorher die ganze Kritik und so gelesen habe. Es kam ja raus, da hatte ich noch gar keine Xbox, noch gar keine PlayStation. Aber ey, ehrlich, ich find's cool. Ich habe es dem letzten auch mal für YouTube wieder zwei Folgen Let's Played und hat direkt wieder richtig Bock gemacht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir das. Also es für mich, ich empfinde das überhaupt nicht als langweilig oder so. Was? Du hast Death Stranding noch nie gehört? Wirklich? Du kennst nicht das Spiel Death Stranding? Boah, kommen wir hier überhaupt durch? Da muss natürlich so ein Felsknubbel liegen. Also dafür, dass du Death Stranding noch nie gehört hast, hast du aber auf Anhieb richtig geschrieben, Linus. Oder du veräppelst mich.
Es könnte auch sein, dass der Sam T. Porter Bridges heißt und nicht Sam Porter Bridges. Aber sowas in der Art auf jeden Fall. Oh, wie schön. Richtig stabile, professionell errichtete Brücken, die für solch eine Tonnage auf jeden Fall ausgelegt sind, da bin ich mir ganz sicher. So, Kraftstoff, ja, so langsam muss ich mir Gedanken machen. Linus, ja, das ist ein Story-Game. Hey, das ist eigentlich sau bekannt. Das kam letztes Jahr raus. PS4 exklusiv und jetzt vor kurzem kam es für PC Steam raus. Das ist von dem Typen, der auch die Metal Gear Solid Games gemacht hat. Das wurde also mit großer Spannung erwartet. Das muss ja echt total an dir vorbeigegangen sein, okay. Also, es ist auf jeden Fall ein krasses Story-Game. So, im Prinzip wie Metal Gear Solid auch Story-Games sind. Aber die Story wird halt sehr langatmig erzählt. Na gut, bei Metal Gear Solid ja im Prinzip auch. Und du hast halt viel Gameplay zwischendrin. Und was halt bei Death Stranding von dem Großteil der Leute kritisiert wurde, ist, ich habe mal das Licht angemacht, dass es denen halt zu langweilig und zu monoton ist und repetitive. Yo, aber das kann man eigentlich fast über jedes Spiel sagen, außer vielleicht über The Last of Us und so. Ja gut, wobei die auch wobei die sich auch wiederholen von den Aufgaben, die man macht. Man, also die Story mal kurz zusammengefasst ist, die USA und wahrscheinlich die ganze Welt ist ziemlich am Arsch und es gibt so eine übernatürliche Macht und das ist vielleicht so ein bisschen wie also es gibt so eine übernatürliche Macht, immer wenn Menschen sterben, in einem bestimmten Umkreis von der Leiche wird dann alles von diesen Biestern, also von dieser übernatürlichen Macht verseucht und zerstört. Deswegen ist es super wichtig, dass keiner stirbt und die sterben, weit aus der Stadt und weit von der Bevölkerung weg rausgeschafft werden in einem bestimmten Zeitraum. Und diese übernatürliche Macht, die besteht quasi aus so einer Art Teerflüssigkeit und wenn die dich aufspürt, zieht die dich da rein. Und im Normalfall wärst du dann tot, aber du bist so irgendwie auch so ein Individuum und du kannst nicht richtig sterben. Du wirst dann quasi da wieder ausgespuckt und kannst flüchten, aber hast halt erheblichen Schaden und so. Und du bist eigentlich nur Paketbote, Paketzusteller, weil die Leute trauen sich halt nicht mehr raus. Also das ist sehr, alles sehr Wasteland-mäßig, USA ist zerstört und so. Und dadurch sind Paketboten wichtiger denn je, denn die Leute, die kriegen alles von den Paketboten geliefert. Die Paketboten sind im Prinzip die Helden, weil die gehen halt raus und stellen sich der Gefahr und liefern Pakete. Und das ist halt auch das Kernelement vom Spiel. Das ist quasi auch so ein kleiner Paketdienst-Simulator, denn du musst wirklich die Pakete richtig auf dich aufladen, auf den Rucksack und später hast du auch noch kleine Geräte und ich sag mal Fahrzeuge, wo du die dran machen kannst und musst dann auch die Last richtig verteilen und du musst dann, das ist halt so eine Open World quasi und du musst dann halt wirklich auch vorsichtig laufen und fahren, dass die Pakete nicht kaputt gehen, musst die halt von A nach B bringen und bist halt ab und zu diesem übernatürlichen Macht ausgeliefert, musst halt aufpassen, dass du mit denen nicht zu krass kämpfst und dann gibt es halt noch Plünderer, Piraten quasi, die versuchen deine Pakete zu klauen und das Ganze ist verpackt in so eine typische
Metal Gear Solid Style Hintergrundgeschichte, die komplex ist und vielleicht für den einen oder anderen auf Anhieb nicht einfach zu verstehen. Also mir gefällt's. Ich find's chillig, da die Pakete hin und her zu bringen. Ich denke, Leute, die halt Euro Truck Simulator und so mögen, die können sich auch gut mit sowas anfreunden. Also mir geht's auf jeden Fall so. Ja, und die Grafik ist gut, das Gameplay macht Spaß. Also mir macht's auch Spaß, halt aufzupassen, dass die Pakete nicht demoliert werden. Und man kriegt halt, also es ist auch so ein Rollenspielsystem drin, wenn man halt erfolgreich Pakete und Story-Missionen absolviert, dann wird man halt, kriegt man halt XP und man kriegt besseres Equipment, Werkzeug, wie gesagt, man kriegt dann später Fahrzeuge und da auch noch Verbesserungen und. Man kann auch so ein Exoskelett kriegen, dass man halt schneller läuft und stärker ist und demnach mehr tragen kann und so. Und das ist schon alles schön gebalanced und ins Spiel eingebaut. Und ja, es ist halt auch ein langes Spiel und ich bin halt da, ich spiele es schon seit ein paar Stunden, aber auch jetzt bin ich noch relativ weit am Anfang. Also ich finde es cool, ja. Ich finde es cool. Leute, die gern ballern, die sind da fehl am Platz, aber wie gesagt, ich denke mal, für Leute, die halt auch ein bisschen sowas zum Chillen gut finden und Simulatoren, die sind da richtig. Ja, also ich finde es auch nice und ich frage mich auch, warum du das nicht kennst, Linus. Und ja, ich kenne Prison Break auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass Prison Break damals ein Riesenhype war. Oh, so weit ist es gar nicht mehr. Also ich weiß gar nichts von negativer Kritik. Ich habe das so in Erinnerung bei Prison Break, dass das ein ziemlicher Erfolg war und alle das geliebt haben. Ach so, genau, das hätte ich fast vergessen, Waldgeist. Ja, bei Death Stranding spielt der eine Typ von Walking Dead mit, der mit dem Motorrad. Der mit dem Motorrad. Sorry, ich habe jetzt gerade vergessen, wie er heißt. Aber du weißt bestimmt, wen ich meine. Der auch noch so einen älteren Bruder hat in den früheren Staffeln, der dann irgendwann stirbt, der sich dann erstmal die Hand abschneidet, um abzuhauen. Auf jeden Fall der Typ mit der Armbrust und dem Pfeil und Bogen. Ja, genau, Norman Reedus. Der spielt da auf jeden Fall mit und den spielt man auch. Und Waldgeist, ja, also wie ich das finde, ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. Ich bin auch froh, dass das eher die Ausnahme ist als die Regel. Also nicht, dass das jetzt zum Trend wird, dass man überall Real-Life-Schauspieler spielen muss. Irgendwann hat man dann auch einen Michael Wendler oder einen Heino als Hauptcharakter. Das brauche ich jetzt auch nicht. Oder einen Dieter Bohlen oder sowas. Aber ich finde, in Death Stranding passt schon rein. Also ich habe echt überhaupt kein Problem mit Death Stranding. Komischerweise, ich weiß auch nicht. Die ganze Kritik und so, das lässt mich alles kalt. Ich finde Death Stranding richtig cool und ich hoffe, dass auch irgendwann mal Death Stranding 2 angekündigt wird. Ich habe da richtig Bock drauf. Genau. Detroit Become Human. Echt, bei Detroit Become Human spielen echte Schauspieler mit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das haben wir ja heute auf Let's Jay gestreamt, Waldgeist, auf meinem anderen Kanal. Da spielen echte Schauspieler mit, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich gar nicht so viele Serien gucke und dass die Schauspieler gar nicht kenne. Okay, es wird schon etwas knapp vom Treibstoff, ja. Ich habe es befürchtet, aber wir sind schon ganz gut weit vorangekommen. Oh, dieser verdammte, jetzt geht dort wieder die Sonne unter. Ich weiß halt nicht, schalten wir jetzt wieder um oder tuckern wir hier lieber so weiter? Fühlt sich schon matschig an gerade. Ja, Linus, ich wusste auch gar nicht. So, dann kommen, dann versuchen wir es jetzt mal mit dem guten alten Allradantrieb.
Wenn ich hier irgendwas gravierend falsch mache, wird der Dark Typhoon ja bestimmt sich gleich zu Wort melden. Also denke ich mal, bis jetzt ist es ganz okay, wie ich an die Sache rangehe. Hoffe ich mal. Guck mal hier. Da ist direkt wieder ein Anhänger für uns. Boah, hier, das verbraucht schon ordentlich Kraftstoff gerade. Ah, okay. Ja, Waldgeist Touché, würde ich sagen. Also Waldgeist, für den Fall, dass es dich interessiert mit Detroit Become Human. Mein anderer Kanal ist Let's J. Hier auf Twitch letsj.de geschrieben, quasi wie simj.de, nur letsj.de, also von Let's Play anstatt Let's Play, letsj.de. Kannst du dir gerne mal angucken, falls du Bock drauf hast. Morgen spielen wir da Detroit Become Human weiter. Also nur so als kleine Randnotiz, weil wir ja gerade irgendwie auf das Game gekommen sind. Kiste, sage ich euch. Da neigt sich der Sprit dem Ende zu. Kann ich vielleicht ein bisschen Sprit von dem Service-Anhänger abzapfen? Darf ich wahrscheinlich nicht, gell? Ist ja Fremdware, das gehört uns ja nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Naja. Wenn es das Spiel gut mit uns meint, schaffen wir es noch auf den letzten Metern. Aber hier, das sieht auch wieder überhaupt nicht einladend aus, die Strecke. Nein, überhaupt nicht. Schwimme die Schwapp. Da können wir ja mal vielleicht ausnahmsweise mal die Dings rausholen. Na gut, hier jetzt gerade nicht unbedingt. Aber vielleicht ja gleich. Ja, Linus kann ich gut verstehen. Wie gesagt, auf Dauer brauche ich es auch nicht, aber bei Death Stranding passt es rein. Ich könnte mir eigentlich Death Stranding ohne diesen Norman Reedus gar nicht mehr vorstellen. Also da macht es mir tatsächlich überhaupt nichts aus. Und mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt an den Charakter, dass ich es richtig gut finde sogar. Sie haben sich aber auch echt Mühe gegeben, also der kommt schon sehr, sehr authentisch darüber, so wie man ihn eigentlich aus Walking Dead kennt. Hat er überhaupt mal irgendwo anders mitgespielt, außer bei Walking Dead? Also bestimmt irgendwas Kleines, aber ich meine jetzt so, was man kennt und was auch hochwertig produziert wurde. Reicht ja eigentlich Walking Dead. Walking Dead und jetzt halt Death Stranding, da kennt man ihn von und das reicht ja auch. So. Hier nach links und natürlich jetzt auch noch den Berg hoch. Nee, also ich glaube, das werden wir nicht mehr ganz schaffen. Naja, dann fahren wir halt zweimal. Was sagt dir die Uhrzeit? Ah ja, wir haben ja noch Zeit. Ey, da fahren wir noch zweimal, was soll's. Also fahren wir noch ein zweites Mal. Ach ja, da quälen wir uns richtig hoch hier. Wäre natürlich super nice, wenn wir das noch schaffen. Aber hey, ich weiß echt nicht, ob wir das noch schaffen. So, jetzt hier eine schöne, leichte Linkskurve ziehen. Bloß nicht zu aggressiv, wir wollen nicht, dass das Ding
dass der Anhänger hier auf den letzten Metern noch umkippt. Und irgendwo da hinten ist dann unser die Logistikzentrale. Ja, toll, jetzt kommt er hier gar nicht mehr voran. Sag mal, was ist denn das bitte schön für eine Zufahrt hier? Oh, echt? Nee, also das schaffen wir auf gar keinen Fall. Boah, was für eine miese Einfahrt. Wahrscheinlich hätte ich von der anderen Seite kommen müssen. Kann ich hier tanken? Oh, ich kann nachtanken, nicht wirklich, oder? Oh, ich darf tatsächlich... Alter, wie geil, ich darf von dem Wartungsanhänger den Sprit abzapfen. Das ist ja einfach nur geil. Ich glaube, der Dark Typhoon, der ist gar nicht hier gerade am gucken, sonst hätte er mir das bestimmt gesagt. Ah ja, Linus, interessant. Better Than Us, muss ich mir mal reinziehen. Ja, ich guck mir den mal an. Jetzt, wo wir so im Detroit Become Human Fever sind, macht es ja mehr als Sinn, sich auch mal diesen Trailer anzugucken und eventuell auch die Serie. Und du solltest dir mal ein bisschen Death Stranding reinziehen, Linus. Ach, kein Problem, Dark Typhoon. Ich hatte nur vorhin gefragt, ob man vom Service-Anhänger, ich wusste gar nicht, ob da Kraftstoff drin ist, aber da hatte ich mal in die Runde gefragt, ob man sich da gegebenenfalls Kraftstoff abzapfen darf. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht, weil das ist ja hier Fremdware vom Kunden. Da können wir ja nicht einfach den Treibstoff klauen. Und jetzt habe ich aber hier, wo ich kurz vor leer war mit dem Treibstoff, einfach mal geguckt und siehe da. Dieser Service-Anhänger hat zum ersten Treibstoff, also Kraftstoff, und zum zweiten scheint mir da keiner böse zu sein, wenn ich mir da ein bisschen Kraftstoff raushole. Das war halt einfach nur die Frage an dich, aber ist kein Problem. Schön, dass du wieder da bist. So, ein Glück haben wir hier was zum Greifen. Ziehen uns hier gechillt raus mit der Winde. So, Kraftstoff haben wir jetzt auch. Big Pimping mäßig. Du weißt nicht, wie das mit der Aufgabe ist. Ja, wir bringen den Wartungsanhänger dahin und danach diese zwei Ersatzteile, oder? Aber hey, wie das nervt, dieser Weg hier, oh Mann. Und dann auch noch so krass, diese eine Stelle, wo der Anhänger fast umgekippt wäre. Oh Mann. Ich glaube, wenn wir da ein zweites Mal durchfahren würden, da wäre die Chance extrem hoch, dass er umkippt. Ich weiß gar nicht, warum er nicht umgekippt ist. Hat sich schon so angefühlt, als wäre das Umkippen an dieser einen Stelle da hinter der Farm unmöglich gewesen. Aber mal gucken, hier schwankt er jetzt auch gerade wieder. Und shit, da geht's ja... Ist es denn hier ernst? Da geht's ja nochmal voll steil runter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, ob der voll sein muss? Oh, ich roll ja. Verdammt, hätte ich mal besser auf die Straße geachtet, anstatt auf den Chat. Ja, okay, du machst mir Hoffnung, Dark Typhoon. Nicht, dass wir den jetzt nicht abgeben können, das wäre ja nicht so geil. Boah, 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 bremsen, bremsen. Boah, bremsen. Boah, ich sehe gar nichts. Oh, na toll. Ganz sachte, ja. Ja, das ist hier wirklich die Top-Einfahrt zur Logistikzentrale. Oh, shit. Ja, wirklich ganz toll. Hier fahre ich jetzt in Zukunft immer lang.
Oh fuck, hier wird's ja auch nochmal richtig krass. Hier ist ja nochmal. Hier ist ja die totale Kippgefahr, ey. Tu mir den Gefallen und kipp jetzt nicht um. Das ist wieder sauknapp, ey. So ein Scheiß, Alter. Das ist viel zu krass für mich. Warum kann das Spiel nicht einfach einen auf Straßen die ganze Zeit gemütlich von A nach B fahren lassen? Okay, Dark Typhoon, dann testen wir das jetzt gemeinsam, wir alle zusammen hier. Falls ich nochmal aus diesem Matsch rauskomme. Ja, das Spiel, ich sag ja, das Spiel mit seiner Cheater-KI, hier ist eigentlich kein Problem, aber jetzt macht es mir auf den letzten Metern nochmal richtig das Leben schwer. Zack, einfach mal kurz Klick drauf gedrückt und den Matsch imba gemacht, dass mir überhaupt nicht mehr vorankommt. Und dann mich hier bei dem Hang eben auch nochmal fast umkippen lassen. Ja, ja, so muss das sein. Aber vielleicht hätte ich auch einfach von der anderen Seite hier kommen müssen. Vielleicht wäre das Rätsels Lösung gewesen. So, was haben wir hier? Hier haben wir schon wieder einen tollen Anhänger. Flachbett mit sogar mit einer Laderampe. Auch nicht schlecht. So, kann ich den hier jetzt abstellen einfach? Nö. Nein, oder muss der hier gar nicht hin? Alter, was habe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Nicht oder was? Ja, Linus, ich weiß, wir wollen ja auch demnächst noch Bus-Simulator spielen. Ich weiß nicht, wo muss ich denn da jetzt hin? Erstmal lassen wir mal wieder hier. So, wo muss ich denn da hin? Muss ich da hinten irgendwo hin? Wieso kann ich den denn jetzt hier nicht abstellen? Tja, meinst du, Dark Typhoon, meinst du, es liegt daran, dass ich da Sprit rausgezapft habe? Kann doch nicht sein, oder? Kann schon sein, wäre aber extrem scheiße. Oh toll, und der kommt auch nicht vom Fleck hier. Wie soll ich denn da wieder rausfahren? Jetzt tut sich hier gar nichts mehr. Oh Mann. Ja, würde ich gern, aber da geht ja gar nichts mehr. Boah, da geht ja gar nichts mehr, hey. Was ist das jetzt hier? So. Tja. Ah, okay, alles klar. Ich probier's mal. Nachtanken. Andersrum. Ja. Tja, jetzt ist mein Tank leer und der Tank ist nicht voll. Nee, nee, nee. Nö, reicht noch nicht ganz. Naja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Yeah, ganz genau. Boom. Oh. Ja, wie geil ist das denn? So, dann können wir aber auch direkt mal Oh.
Oh, wartet mal. Ich guck mal, ich habe ja ein Level-Up. Vielleicht kann ich irgendwas Cooles Neues bauen. Anbringen. Natürlich, die geilen Sachen kriege ich nach wie vor nicht. Sag mal, Dark Typhoon, weißt du, ob das was bringt, wenn ich hier andere Reifen kaufe? Ich meine, die sind ein bisschen teurer und das Profil ist anders. Bringt es dann auch wirklich ein bisschen was vom Fahren? Wird es dadurch irgendwie besser? Boah, die ist bestimmt auch nicht schlecht hier. Ah, okay, alles klar. Soll ich mir die Langwinde Medium holen? Die ist teuer, aber ist bestimmt ganz geil. Oder? Das verlängerte Seil rockt doch bestimmt hart, oder? Das kann man bestimmt schon mal investieren. Ich habe nämlich schon oft die Situation gehabt, wo ich mir dachte, oh Mann, wenn die Winde jetzt ein Stück länger wäre, dann wird sie mich retten. Aber dann war sie halt nicht lang genug. Ja, na klar. Na klar, Dark Typhoon. Ich will jetzt den Restsprit dann in den Anhänger reinpumpen und dann die Mission beenden. So, ich hole jetzt mal diese lange Winde auf jeden Fall. Boom. So. Mann, ganz schön teuer. Und auf dem Weg dahin holen wir direkt die Dings hier, Fahrzeugersatzteile. Wartungsanhänger und Fahrzeug. Ersatzteile, wie du schon gesagt hast, die sind hier gleich um die Ecke. Also Vollgas, Baby. Ja, okay. Ich warte kurz. Ich könnte mir auch noch so einen Tankanhänger kaufen, falls der nicht so teuer ist. Oh, hier gibt es nur Trailer, Tankanhänger, da. Oh, zu wenig Geld, oh fuck. Wir hatten doch schon die Knede hier. Ach, was brauche ich nicht. So, Stoppschild. Ja, einen Anhänger wollte ich mir gerade kaufen, aber ich habe ein bisschen zu wenig Geld, weil ich gerade extrem in diese Medium-Winde investiert habe. Aber ich denke, das reicht vom Sprit, oder? Also mit... Boah, das war ja wieder eine enge Nummer hier. Also mit Umpumpen am Ende müsste eigentlich reichen. Ach so, du meinst, ich kann hier nicht beide Ersatzteile laden? Ja, ach so meinst du das mit dem Anhänger. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ah, es gehen beide drauf. Also geht mit einem. So, guck. Da. Beide drauf. Zweimal Ersatzteile bitte. Danke. Und wenn jetzt der Sprit reicht, Dark Typhoon, dann können wir den Rest ja da oben umpumpen. Drück mir einfach mal die Daumen, dass es reicht. Ich meine, jetzt sollte eigentlich der Kraftstoffverbrauch auch nicht ganz so hoch sein, weil wir keinen Anhänger mitschleppen. Danke, Typhoon, danke, sehr freundlich.
Da kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. So, ich versuche auch ein bisschen ökonomisch zu fahren, das heißt hier bergab jetzt, wie man so schön sagt, etwas rollen lassen. Verbraucht zwar im Leerlauf dann auch ein bisschen Sprit, aber nicht so viel, wie wenn ich hier Vollgas den Berg runterballer. Hoffentlich klappt's. Ja, auf jeden Fall, der Linus hat es angeschnitten, Bus-Simulator, und der Jeremias, der ja meistens beim Farming-Simulator zuguckt, der ein oder andere kennt ihn bestimmt schon, der hat ja auch gesagt, ich soll Bus-Simulator 18 zocken, also werden wir demnächst auch mal Bus-Simulator 18 spielen. Da gibt es dann Straßen und kein Schlamm. Genau, Linus. Schön rollen lassen. Mit einer Automatik geht das, mit manueller Schaltung geht das sehr gut. So, jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingskurve da vorne. Wie viel da doch die Differentialsperre ausmacht. Damit schiebt der Truck richtig schön nach vorne. Ja, Bussimulator ist natürlich Bussimulator. Also ja, im Prinzip nur mit Bussen, aber ich meine, grundlegend kann man sicher festhalten, dass LKW-Fahren und Busfahren schon unterschiedliche Welten sind. Also wenn ich Bus-Simulator spiele, fühlt sich... Boah, das war auch knapp gerade. Fühlt sich das schon fundamental ganz anders an als Euro-Truck-Simulator. Naja, wir werden es ja wahrscheinlich irgendwann nächste Woche mal hier auf dem Stream sehen. Dann kannst du dir da optimal ein eigenes Bild von machen, lieber Linus. Nein, Menschen zählen, glaube ich, nicht als Gefahr gut. Eher als... naja, Menschen zählen eigentlich als Menschen, also als Person. Aber ich weiß, dass Schoßtiere und so im Taxi und im normalen PKW eigentlich auch und halt im Bus als Gepäck zählt, nicht als Tiere oder so, nicht als Lebewesen, sondern ganz offiziell wird sowas als Gepäck gewertet. Allerdings kann man das nicht auf Menschen beziehen.
Also ich muss gleich mal wieder auf die Map gucken. Ungefähr weiß ich den Weg noch, aber an der einen oder anderen Stelle müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt hier keine Route vorgeplant. Ich weiß auf jeden Fall hier rechts fahren. Da müssen wir nicht lang. Genau, es war auch noch so eine Lieblingsstelle hier. Der schmale Grat, nenne ich ihn. Nicht zu schnell drüber. Zum einen haben wir Zeit, zum anderen haben wir Kraftstoff. Ja, und die zwei Ersatzteile, die wir geladen haben, die machen natürlich den Truck auch ein bisschen anfälliger. Aber noch geht's ganz gut von der Hand. Dann hoffe ich auch mal, dass das so bleibt. Läuft. Tja, und ich sehe, wir nähern uns langsam 1 Uhr nachts. Geht doch wieder schneller als befürchtet. Die Uhrzeit, die läuft einfach immer viel zu schnell. Wenn hier die richtigen Leute im Chat sind, dann verfliegt die Zeit wie im Fluge. Ja, die Zeit, die verfliegt wie im Fluge, genau. So, dann schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall noch richtig. Ja, sind wir auch noch. Oh nein, da wo... Was markiert denn der immer da? Ja, wieder hier hoch. Oder sollen wir es mal hier probieren? Oder fahren wir wieder da lang? Ach. Ach, ich weiß nicht. Boah, die Zufahrt ist aber auch mega schwierig. Also ich denke, wir werden hier pünktlich bis 1 Uhr ankommen, wenn ich nicht irgendeinen Mist baue und umkippe. Und dann werden wir hoffentlich den Anhänger auftanken und abgeben können. Genauso wie unsere lieben Ersatzteile hier. Und dann können wir wahrscheinlich uns die Hand geben und gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und haben es dann erstmal für heute geschafft. Und morgen früh, wie gesagt, geht es dann hier auf SimJ weiter mit dem Farming-Simulator am frühen Morgen mit frischem Kaffee und ordentlich Landluft im Blut. Ja, und ich muss sagen, auch wenn die Folge natürlich noch nicht zu Ende ist, es war schon wieder sehr geil hier mit dem SnowRunner. Auf jeden Fall. Also doch, lief schon besser als befürchtet. Und ja, es wird immer besser. Oh, Dark Typhoon, danke, dass du followst. Und danke, dass du mir geholfen hast. Und danke, dass du dich so aktiv hier im Chat beteiligst. Wie gesagt, ist sehr unterhaltsam mit euch und die Zeit geht schnell rum. Also nochmal ganz offiziell vielen, vielen Dank für dein Follow und deine Hilfe. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge.
beim Snowrunner wieder. Und vielleicht hast du ja auch Bock auf Euro Truck Simulator und Farming Simulator und so. Dann sehen wir uns wahrscheinlich sogar schon morgen früh. Keine Sorge, falls du ein bisschen länger schläfst, ich werde locker und flockige 4 Stunden Farming Simulator zocken. Also, so einfach werden wir uns da nicht verpassen für den Fall der Fälle, dass du Bock drauf hast. So, was sagt der Kraftstoff? Noch über die Hälfte drin. Ja, ihr wisst ja, wenn es noch über die Hälfte drin ist, fühle ich mich immer gut und sicher. Aber wir haben auch noch ein Stück. So ist das ja nicht. Ein bisschen Fahrt haben wir schon noch vor uns. Vor allem die Endanfahrt, wo es dann den Berg hoch geht und dann durch das enge Waldstück und dann wieder so schräg runter. Da habe ich ja ein bisschen Angst, dass ich da wieder kurz vorm Umkippen bin. Auch wenn wir jetzt keinen Anhänger dabei haben mit den Ersatzteilen, die wir da geladen haben, ist natürlich eine gewisse Kippgefahr immer gegeben. Die Probleme hätten wir beim Bussimulator natürlich nicht. Und auch keine matschigen Reifen. Vielleicht ein bisschen Staub an der Seite. Aber einmal durch die Waschanlage gefahren oder abgedampft und schon ist der Bus wieder sauber. Ja, wenn ihr euch mal den coolen Truck hier anguckt, ja, der wird immer matschiger. Aber sieht auf jeden Fall auch schön aus, dieser Grafikmatsch. Sieht sogar richtig schön aus. So, ja, jetzt kommt hier wieder dieses extrem nervige, kaugummimäßige, urmatschige Gebiet. Ja, da bleibe ich mal besser etwas in der Mitte, Leute. Gebt der Cheat Engine keine Chance. Oh, ich hoffe, sie hat es nicht gehört. Sonst revanchiert sie sich gleich und lässt mich dann kurz vom Ziel umkippen. Aber hey, wir glauben ja an das Gute, immer positiv denken, Leute. Wir schaffen das. So, wie gesagt, da steht auch noch ein schöner Anhänger mit irgendwelchen tollen Sachen drauf. Ups. Ach, dass hier aber auch wirklich alles so matschig sein muss. Tatsächlich, der Schleichgang mit Differential verbraucht weniger Kraftstoff als Allrad. Ich dachte, der verbraucht mehr. Ja, da können wir eigentlich die ganze Zeit so rumfahren. Hahaha. Ist ja auch viel schonender eigentlich für das ganze Material. Dauert halt etwas länger. Leute, wann geht ihr heute eigentlich schlafen? Was macht ihr dann noch so? Zieht ihr euch noch eine Serie rein oder geht ihr dann nach dem Stream auch langsam schlafen oder seid ihr voll nachtaktiv und seid noch bis was weiß ich wann wach und zockt selber noch eine Runde oder was geht noch so bei euch ab?
schreibt es mir gerne in den Chat rein. Waldgeist ist schon mal nachtaktiv. Ja, cool. Gefällt mir. Also ich werde auf jeden Fall noch ein paar Minuten auf der Couch chillen und mir irgendwas im Fernsehen eingucken und dann werde ich wahrscheinlich wegratzen und dann stelle ich mir den Wecker, damit ich meinen eigenen Stream morgen früh nicht verpasse. Ah, okay, Dark Typhoon. Dann will ich dich nicht enttäuschen. Das setzt mich natürlich jetzt zusätzlich etwas unter Druck, aber wir schaffen das. Wie gesagt, wir denken einfach positiv und dann können wir hier den arbeitsreichen Tag in Smithville an der Talsperre beenden. Ja, und wie gesagt, ich habe ja noch morgen Abend einen Streamingplatz offen. Da habe ich jetzt noch nichts in den Zeitplan eingetragen, weil ich immer noch nicht genau weiß, was ich morgen Abend streame. Also morgen früh, wie gesagt, hier auf SimJ Farming Simulator, recht lange, 4 Stunden. Dann ab 14.30 Uhr, glaube ich, auf Let's Jay geht es weiter mit Detroit Become Human. Und dann abends, wenn ich wieder zu Hause bin, irgendwann spät abends, also so ab 21 Uhr plus, wollte ich noch irgendwas streamen. Entweder auf Let's Jay Ghost of Tsushima oder hier auf SimJ vielleicht den Bus-Simulator oder vielleicht ein bisschen Trucking, mal schauen. Oder vielleicht auch endlich mal ein bisschen F1. Ah, nein, habe ich nicht, aber ich habe es mir vorgenommen. Also ich gucke mir auf jeden Fall noch Folge 2 an. Ich denke mal, morgen dann, bevor ich schlafen gehe, die Folge 2. Hast du denn schon weitergeguckt? Oder also hast du auch bloß Folge 1 bisher gesehen? Also Folge 2 gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Die Woche. Und ich denke, ich werde mir dann auch im Laufe der Zeit alles reinziehen. Bis jetzt finde ich es ganz cool. Es war jetzt noch nicht überragend geil, die erste Folge. Das auf keinen Fall. Aber ich finde, wie die erste Folge angefangen hat, fand ich schon geil. Wie dieser Wissenschaftler den Gang lang rennt und das Licht flackert so. Das hat schon gut gewirkt, finde ich. Und auch die Idee, wie der gute Klonkrieger geschrieben hat. Also Klonkrieger, müsst ihr wissen, ist ein User, der hat mich hier gefollowt und hat uns dann im Chat die ganze Zeit, also haben wir uns unterhalten und da hat den Linus und mich dann darauf gebracht, dass wir uns mal Stranger Things anschauen sollen, weil das ein großer Fan ist. Auf jeden Fall hat der Klonkrieger ja schon viel vorneweg erzählt und auch leicht gespoilert und das hat sich doch schon interessant angehört mit diesem Monster in der Parallelwelt und so. Das würde ich mir dann schon ganz gerne mal reinziehen. Oh, ein kurzes Update. Ich sehe, unser Kraftstoff geht auch wieder langsam runter, aber ich denke mal, wenn wir es jetzt nicht übertreiben und hier langsam weiter cruisen, haben wir genug, um den Wartungsanhänger wieder vollzupacken. Habe ich auch wieder gar kein gutes Gefühl gerade. Aber überhaupt kein gutes. Guck mal, wie wieder hier runter rutscht. Oh, und diese Kamera. Komm, mach keinen Scheiß jetzt. Boah, das ist aber auch hier voll mies hier links. Nee, dann fahre ich lieber hier rechts. Oh, das könnte schon das Ende gewesen sein hier. Mal gucken, wie sieht es im Cockpit aus. Boah, Vorsicht, Vorsicht, zu sterilisieren. Oh Mann, SnowRunner, ich hasse dich. Das ist so eine Hassliebe. Das Trucking ist schon geil, die Grafik ist schon geil. Das Feeling, wenn man hier lang cruist und was erfolgreich gemeistert hat, ist auch cool, aber dieses verdammte Cheat-Engine-Gefühl mittendrin, ich hasse es wie die Pest.
Ja, okay, Linus, ich habe gerade noch viel über Stranger Things geredet, aber wegen deinem WLAN-Problem hast du wahrscheinlich nicht gehört. Kein Ding. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns bestimmt morgen. Halt die Ohren steif und träum was Schönes. So. Ja, jetzt stecken wir hier fest. Ich habe ja gerade über die Cheat Engine gelabert und so. Hey, aber seht mal da, ich habe ja eine neue, ich habe ja die Winde abgegradet und die rettet uns jetzt den Arsch. Mit der Standardwinde hätten wir hier voll verloren. Aber tatsächlich hat uns dann gerade das Upgrade zur Medium-Winde rausgeboxt. Ja, und hey, ich sag ja, diese Cheat-Engine, ne? Zack, hat uns hier einfach mal stecken lassen, kurz vorm Ziel. Als ob die hier mithört im Stream und genau versteht, was ich sage. Also, wenn ich dann über diese Cheat Engine positiv rede, vielleicht ist sie dann auch lieb zu mir, wer weiß. So, okay, jetzt machen wir mal hier ganz krassen Prozess, also kurzen eigentlich. So, also wir laden jetzt mal hier rechts seitlich ab aus Platzgründen. Ist mit dem Lagerleiter abgesprochen. So, zack, entladen. Nein, was? Nein, 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 was? Hallo? Fracht entladen. Okay, was mache ich falsch? Ja, keine Ahnung. Ja, sie hat mich nicht bezwungen, das stimmt. Was mache ich denn hier falsch? Entladen? Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder falsch mache hier. Muss ich hier vielleicht doch näher an die Rampe ran? Sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich dissen oder was? Muss ich hier mit einem Ladekran abladen oder wie? Boah, sind die falschen Ersatzteile, Alter. Ich flippe noch aus. Okay, das sind die falschen Ersatzteile. Naja, gut, dann lass uns zumindest mal bitte, bitte den Anhänger jetzt hier. Nein, halt. So, der Anhänger aber. Naja, okay, dann fahren wir halt beim nächsten Stream. Ey, nein, hat's nicht, Waldgeist. Es war ja nicht die Cheat Engine, die die Ersatzteile aufgeladen hat. Es war meine eigene Dummheit. Also habe ich mich quasi selbst bezwungen. Im eigentlichen Sinne haben wir schon die Cheat Engine bezwungen, zumindest dieses Mal. Oh, ich kann das Ding immer noch nicht abgeben. What the fuck? Ja. Ey, also irgendwie, ich liebe dieses Spiel, kann ich da nur sagen. Es ist total geil, ja. Muss ich vielleicht irgendwie das noch hier markieren, dass ich jetzt den Anhänger erstmal abgeben möchte? Ja, bitte, darf ich? Und der Anhänger ist hier auch gar nicht mehr drauf zu sehen. Oh, ich habe Angst. Genau, Waldgeist, so ist es. Ja, Dark Typhoon, kein Problem, kann ja mal passieren zu so später Stunde. Allerdings, was ist jetzt mit unserem Anhänger? Boah, hey, ich überstrapaziere die Deichsel hier gerade. Das wird jetzt gar nicht so einfach, hier überhaupt nochmal rückwärts rauszukommen. Also, zumindest nicht so rum. Hier muss ich nochmal abhängen. Hier müssen wir jetzt nochmal rausziehen. Eieiei, ich mach's aber auch spannend, hey. Ja, da soll mal einer sagen, hier auf Simjay kriegt ihr nichts geboten. So, Licht an. Ja. So.
Kann mir einer von euch erklären, warum ich den Anhänger jetzt nicht abgeben kann? Habt ihr da eine Erklärung für? Ja, warte, ich mach die Karte nochmal auf. Also, Wartungsanhänger, hier steht der Logistikzentrale dahin. Da muss er hin, da muss er hin. Dann die Ersatzteile, natürlich die falschen geladen. Sehr gut gemacht, Jay. Super. Tja. Der Wartungsanhänger? Ja, inwiefern voll? Wir haben nur was reingeballert, oder? Schauen wir nochmal. Na? Nanu, ich kann gar nichts mehr machen. Oder muss ich davor stehen? Oh, jetzt wird natürlich auch der Sprit gleich leer. Gleich ist wieder der Sprit leer. So, dann stellen wir uns mal hier daneben. So, nachtanken. Nein, der ist immer noch nicht voll. Hä, wir haben doch eben noch das Ding voll getankt. So, jetzt ist er voll, alles klar. Okay, Leute, wir machen es jetzt nochmal richtig spannend. Mann, ey, die Cheater-KI, sag ich nur, die hat es gerade wieder probiert, ja? Da haben wir eben schon vollgetankt, die Cheater-KI, ach, das sieht er nicht, zack, haben wir wieder 60 Liter rausgemacht, ja, ja, aber, haha, nicht heute Nacht hast du keine Chance, Cheater-KI. Morgen oder beim nächsten Stream sieht die Welt vielleicht anders aus, aber nicht heute. Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen. Boah, sei denn, der Tank hier ist gleich leer. So, und jetzt? Oh, bitte, es muss klappen. Wir kommen nicht voran. Da, 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 da. Warum? Cheater KI, was machst du? Ja. Oh, fuck. Ist das spannend. So, jetzt nochmal ein Stück. Oh, komm, hier kaum. Jetzt kommen wir gar nicht mehr voran, Alter. Ich drehe hier noch durch. Ach, es ist herrlich. Es ist ja so schön. Okay. So, Leute, Control. Ein Stück nach vorne. Ja, Cheater-KI, ich weiß. Aber das gönne ich dir nicht. Verdammt, das gibt's doch nicht. Komm schon, beweg dich. Ja, beweg dich. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, jetzt. Ja, 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 ja. So, jetzt Achtung, Leute. Nochmal ganz kurz zurück. Boah, ist das spannend, hey. Also, ich bin mir sicher, die werden bald einen Kinofilm nach mir drehen hier. Und jetzt? Immer noch nicht. Boah, hey, das gibt's doch nicht, oder? Kann es sein, dass ich vielleicht erst die Fracht abladen muss, damit er das hier kapiert, dass ich den Anhänger reinfahren muss, möchte? Kann das sein? Also, das ist schon eine harte Nummer, hey. Ich mache jetzt mal Fracht entladen. Oh, Fracht entfernen. So. Aber er nimmt es immer noch nicht. Alter, ich drehe noch durch. So, Achtung. 2000, ja. Ist voll. Sonst habe ich hier nichts abgezapft. Ja, da auch alles voll. Ja, krass. Dann
Dann hat es am Ende gar nichts mit dem Sprit zu tun gehabt. Alter, was ist das für eine verbuggte... Oder wieso... Kann das wirklich so schwer sein? Hey, wisst ihr was? Ich meine, es wird hier nur noch das eine angezeigt. Ach, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist, Dark Typhoon. Ich glaube, das ist schon richtig, dass der Anhänger da steht. Aber ich glaube, die Mission hört erst auf, wenn wir auch die zwei Ersatzteile liefern. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der Anhänger, der steht da jetzt schon richtig. Da müssen wir gar nichts mehr machen. Und ich glaube, wir hätten auch gar keinen Sprit nachfüllen müssen wieder. Sondern wir hätten einfach noch diese richtigen Ersatzteile hochfahren müssen. Und dann ist beides drin und dann wird die Mission erledigt. Kann das sein? Ich glaube, das ist das Problem. Weil, erinner dich mal, vorhin stand hier noch das mit dem Anhänger. Und jetzt, wo wir den Anhänger in der Markierung haben, steht hier nur noch, dass wir zwei Ersatzteile brauchen. Und ich glaube, der Anhänger, der steht schon ganz gut, so wie er da steht. Der wird schon erkannt als abgeschlossen. Oh, mittlerweile ist auch unser Sprit leer. Dann würde ich sagen, lassen wir den Anhänger einfach hier stehen, oder? Das müsste doch Sinn ergeben eigentlich. Bist du da einer Meinung mit mir oder bin ich da voll falsch? Boom. Ach so. Ja, der kann erstmal so stehen bleiben. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht nochmal die Ersatzteile da hochfahren, aber ich brauche jetzt einfach nochmal eine Bestätigung, dass ich mit meiner Theorie richtig liegen könnte. Währenddessen fahre ich schon mal in Parkposition. Ja, okay, aber es fehlen ja keine Teile mehr. Also wir haben es ja nachgetankt, oder meinst du, auch wenn man nachträglich nachtankt, geht es nicht? Achso, warte mal gerade. Also heißt es, wir müssen jetzt nur noch die Fahrzeugersatzteile hochfahren. Und wenn wir die hochgefahren haben und der Anhänger ist in dem Ladebereich, dann haben wir es geschafft, richtig? Ich hoffe, der gute Tag Typhoon sagt jetzt richtig. Sonst mache ich heute Nacht kein Auge zu. Und wenn doch, dann träume ich von der Cheater-KI. Ich kann sie schon lachen hören. Ah, dieser Vollidiot. Alles klar, Tag Typhoon. Ey, weißt du was? Ich geh jetzt mal davon aus, weil hier wird nicht mehr angezeigt, bla bla bla, der Anhänger muss dahin. So, dann Motor aus. Ey, ich glaube, ich habe gerade entschieden, was wir morgen Abend spielen. Es wird wohl SnowRunner sein, weil das müssen wir jetzt einfach, das müssen wir jetzt einfach schaffen. Wir müssen ja nicht übertrieben lang morgens spielen, einfach die Mission schaffen und dann mal gucken, was noch geht. Vielleicht machen wir mal, um das Wochenende ausklingen zu lassen, dann einfach gechillte 2 Stunden abends. Sehr nice. Waldgeist scheint auch dabei zu sein. Hey, und ich werde auch dabei sein. Okay. Also Leute, ich kann nur hoffen, wir haben jetzt doch alles richtig gemacht. Wir werden es dann wahrscheinlich morgen Abend erfahren und wie gesagt, wenn ihr morgen früh Langeweile habt, schaltet ein. Ich bin auf jeden Fall in Ravenport im Farming Simulator. Für alle anderen, ich weiß, ich brauche es nicht zu erwähnen, aber wer Bock hat, kann jetzt auch noch ein Follow da lassen. Gerne auch nochmal Hallo im Chat schreiben oder besser gesagt, gute Nacht.
Und ansonsten sehen wir uns halt morgen. Und ich bedanke mich bei euch, Dark Typhoon, Waldgeist, Linus und Ecchi. If you're still watching, thanks for your support. And yeah, hope you enjoyed the stream. Und alle anderen auch nochmal danke, alle neuen Follower danke und wir sehen uns dann morgen früh und oder morgen Abend. Ja, danke ebenso, war sehr geil mit euch. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Also dann, der gute alte Jay sagt gute Nacht, wir sehen uns morgen, schlaft schön, bis dann, ciao.